Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Ich freue mich über einen ganz besonderen Gast heute. Er sitzt vor mir, er hat blaue Haare und ich würde sagen, er ist Deutschlands berühmtester YouTube Creator. Herzlich willkommen, Rezo. Hi, freut mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich bin hier im Studio, wo alle deine, sag mal, YouTube-Hits gelandet worden sind aus diesem Studio hier. Ich sehe sogar, hinter dir sind 2 1 Million Play-Button, die du bekommen hast. Also hier produzierst du alles, ja? Genau, also es ist sozusagen mein Zuhause. Hier lebe ich und hier nehme ich auch auf, hier streame ich, ja. Wir müssen trotzdem nochmal für die große, breite Masse erklären, was du machst. Ja, ich bin YouTuber, der am Anfang mit Musik, YouTube-Videos ein bisschen größer geworden ist. Dann bin ich eher so in die Unterhaltungsschiene reingegangen. Typische Challenge-Sachen mit vielen Gästen, eher so spaßige Sachen. Und dann habe ich angefangen zu streamen und habe noch einen dritten Kanal gegründet. Und da lade ich dann eher so Streaming-Highlights hoch. Okay, aber eins nach dem anderen. Wann okay. hast du mit YouTube angefangen? Ich glaube 2015 oder 16. Nee, 15 glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube 15. Ich glaube irgendwie Ende 2015 habe ich einen Kanal gestartet. Da habe ich dann mit Mucke angefangen. Und der hieß wie der Kanal? Der hieß Rezo. Und dann so 2 Jahre später, vielleicht auch 3 Jahre später, ich bin mir nicht sicher, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen kreativ ausgebrannt, was so diese Mucke-Inhalte angeht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, okay, ich habe einen Kanal, der läuft sehr gut. Also damals war auf jedem Video mindestens eine Million Views drauf, häufig auch 3, 4, 5. Und dann könnte ich einfach weitermachen. Und natürlich würde das dann bergab gehen, weil wenn ich nicht mehr gute Ideen habe, dann geht es natürlich bergab. Aber natürlich kann man immer noch eine ganze, ganze Weile davon leben. Aber irgendwie klingt das mehr wie ein Business dann und nicht wie eine Sache, die Bock machen soll. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich höre mit diesem Kanal jetzt erstmal auf, was halt total die unintuitive Sache ist, wenn man einen Kanal hat, der irgendwie 1,7 Millionen Subs hat, dann einfach zu sagen, ja, ich glaube, ich fange mal bei 0 an, ich fange mal 9 an. Und dann habe ich halt einen neuen Kanal angefangen, da primär Unterhaltungsvideos drauf gemacht, aber auch so Politik-Shit dann halt drauf gemacht und der war dann auch nach 2 Jahren, glaube ich, circa auf irgendwie 1,5 Millionen Subs, lief auch total gut. Aber auch da habe ich gemerkt, ich bin irgendwie kreativ wieder so ein bisschen ausgebrannt, weil das, was ich da regelmäßig bieten wollte, da sind mir keine neuen coolen Ideen dann irgendwann eingefallen. Und ich konnte mich nicht mehr mit Leuten treffen, weil dann Corona sogar anfing und ein großer Teil dieses Channels war, dass ich mich einfach jede Woche mit anderen Leuten treffe und neben anderen Leuten auf der Couch sitze. Und das ist natürlich schwierig, wenn man eine weltweite Pandemie hat. Und dann habe ich wieder gesagt, okay, weißt du was, ich friere den Kanal auch erstmal ein und fange wieder bei Null an. Dann habe ich halt einen dritten Kanal. Ja. Also kurz zusammengefasst, du hast 2 über 1 Million gezogen. Der dritte ist jetzt auf 600 irgendwas. Irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Und ich bin ja auch nicht ohne Grund hier hingekommen, denn wir geben jedes Jahr die besten Listen auf YouTube bekannt. Und da gibt es halt eben verschiedene Kategorien. Und du hast in der Kategorie Most Trending Video erneut den ersten Platz geholt. Oha. Herzlichen Glückwunsch. Hey, das ist ja schön. Vom ganzen YouTube-Team. Und das ist wirklich das ganz Besondere, weil du hast nach 2019, das zweite Mal jetzt, wieder den ersten Platz belegt. Stimmt, 2019 war auch. Ach, krass. Ja. 2020 war Mai, oder? Genau. Das ist schön. Das war ja das Video zu der Europawahl mit dem Titel Die Zerstörung der CDU damals. Ja. Jetzt war es Video Inkompetenz. Ja. Und das hat insgesamt über 6 Millionen Views erzielt. Und ja, vielleicht kannst du ganz kurz mal beschreiben, wie du an so eine Planung von so einem Video rangehst. Also wann entsteht die Idee? Wie lange produzierst du das? Was ist für dich dann der Trigger, das wirklich zu machen? Also das würde mich mal interessieren. Das ist ganz unterschiedlich. Damals bei der Zerstörung der CDU war das Ganze relativ schnell. Also ich hatte eine grobe Parts, grobe Themen,
Gebiete im Kopf oder grobe Sachen, die ich ansprechen wollte. Aber die eigentliche, also zwischen dann, okay, jetzt gehen wir es an und das Ding ist online, waren, ich glaube, 2 Wochen oder so. Da ging es relativ schnell. Aber bei zum Beispiel dem Die Zerstörung der Presse-Video, da habe ich wirklich ein halbes Jahr dran gesessen, weil ich auch noch ganz andere Parts da reinbringen wollte. Und da hatte ich, also das war eigentlich ursprünglich 1,5 Stunden lang. Ich habe sogar Webseiten dafür gecodet, weil ich teilweise dann News gescraped habe und eine Webseite gemacht habe mit einer Chartseite, welche Zeitung wie viel selbst schreibt und welche einfach nur Agenturmeldungen copy-pasted. Und das habe ich danach rausgestrichen. Diesen ganzen Website-Part, diesen ganzen, also ich habe unglaublich viel gemacht, was nachher gar nicht in dem Video drin war. Außerdem war das schwierig, weil damals, als ich es eigentlich rausbringen wollte, das war gerade da, wo diese ganze Querdenker-Sache so gehypt wurde. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht einfach so rausbringen. Ich muss das nochmal umschreiben und Verschwörungstheorien noch mit reinbringen, damit man, also ich habe es dann nochmal komplett umgeschrieben, damit klar ist, die Alternative sind nicht Verschwörungstheorien. Naja, deswegen hat das ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt, dieses Jahr war es so, als da habe ich ja diese 3 Parts gemacht. Das fing so an, dass ich mir halt schon so 2 Monate vorher gedacht habe, okay, jetzt gehe ich es mal an, jetzt fange ich mal langsam an, nebenher das schon in der Woche zu machen, dass ich mich damit auseinandersetze mit der Planung. Und ursprünglich hatte ich vor, 5 Teile zu machen und habe dann mehrere Teile halt gestrichen, auch weil es einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat. Und du skriptest das dann wörtlich oder kommt das so? Ja, teilweise sehr. Also es gibt manche, also das ist ein total schwierig, diesen Mittelweg zu schaffen zwischen Dinge wirklich planen, also weil ich muss ja sehr wörtlich nah dran sein, weil ich sonst auch verklagt werden könnte teilweise. Ich kann nicht freestylen, wenn ich Leuten Dinge vorwerfe und da nicht ganz präzise bin. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht einfach nur was runtersprechen, ohne dass die Möglichkeit entstehen könnte von freiem Augenblicken. Mhm. Und das läuft dann halt so ab, dass ich das Skript schon schreibe, indem ich frei spreche. Also ich habe Stichworte und dann laufe ich im Zimmer auf und ab und spreche frei in den Raum, wie ich es mir vorstellen würde und denke mir, okay, nee, das war nicht gut. Ich fange nochmal an und dann rede ich wieder. Also dann freestyle ich sozusagen, so wie ich frei sprechen würde. Dann merke ich, okay, diese freie Sprache war gut, das schreibe ich jetzt so auf. Und dann versuche ich mich halt dran zu erinnern, wenn ich das Skript dann halt so habe, wie es geht. Und versuche halt an manchen Stellen ein bisschen abzuweichen und einfach ein bisschen zu freestylen. Aber es ist schwierig, den Mittelweg zu finden. Mhm. Ja. Okay. Und damals, 2019, warst du auf fast allen Titelseiten. Wie hat sich das angefühlt, wenn man auf einmal auf dem Spiegel-Cover ist? Weird, weil bis dahin war das halt so, dass natürlich ich die Erfahrung gemacht habe, dass mich Leute kennen und Leute ansprechen. Klar, wenn man vorher auch schon einen Kanal mit 1,7 oder so vorher hatte und dann, also jedes Video zu dem Zeitpunkt auch auf dem Zweitkanal schon hatte, glaube ich, über 1 Million Views. Das heißt, es war jetzt nicht für mich so, ach krass, Leute erkennen mich auf der Straße. Das war vorher schon der Fall. Aber eben nur bestimmte Leute haben mich auf der Straße erkannt. Und plötzlich war diese Range von Leuten, die potenziell mich schon mal gesehen haben und mich vielleicht nicht ansprechen und um Foto bitten, aber 3-mal hingucken, wenn sie mich halt irgendwie sehen. Diese Range war plötzlich viel, viel mehr. Mhm. Und das war weird. Und ich bin auch, glaube ich, ganz, ganz lange Zeit nur sehr vermummt durch die Gegend gelaufen. Also habe niemals blaue Haare gezeigt, immer Kappe auf, noch den Pulli irgendwie drüber. Und also möglichst so, dass, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Aber mittlerweile bin ich da auch wieder ein bisschen entspannter geworden und manchmal laufe ich sogar rum und man sieht ein bisschen blaue Haare unter der Kappe noch hervorluken. Mm. Und damals, kann ich mir vorstellen, ist auch die gesamte deutsche Journalie mit Anfragen auf dich zugekommen, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, es war schon einige Anfragen, ja. Und du hast aber gesagt, also weil ich mich erinnere, sehr restriktiv warst du da unterwegs, ne? Ja, das Ding ist so, ich fand, nach dem Video hatte ich schon die Verantwortung, mit der Pressebubble zu sprechen. Und ich habe dann auch am Anfang einige Interviews gegeben, also in den Wochen die Zerstörung der CDU, habe ich bestimmt, weiß ich nicht, also schon so 6, 7, 8, 9, 10 Interviews gegeben, teilweise auch wirklich über 1,5 Stunden quatschen mit irgendwelchen Leuten aus der Pressebubble. Das
fand ich, war wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es irgendwelche Vorwürfe gibt, wenn es irgendwas was gibt, ne, bring it on, ich kann mich wehren, und konnte ich dann auch. Und es gab natürlich nichts, was dann irgendwie als kritische Punkte dann auch irgendwie groß übrig waren. Und das war deswegen sehr, sehr gut. Aber dann habe ich halt irgendwann aufgehört, ich wähle mir halt aus, was ich mache, und ich mache eher die Sachen, die ich cool finde. Also ich weiß ich nicht, so zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie diese Talkshows, die es im Fernsehen, so Markus Lanz und Co., wenn die anfragen, dann denke ich mir meistens so, ja, das ist halt rein aus jetzt einer Business-Sicht. Leute kennen mich, Leute sehen mich, die Brand Rezo mit blauen Haaren sehen mehr Leute. Es ist natürlich super smart, da hinzugehen, absolut. Aber ich denke mir meistens so, ey, ganz ehrlich, zu dem Thema habe ich gar nicht so was Smartes zu sagen. Ich glaube, da gibt es Leute, die können dazu smartere Sachen sagen. Dann gehe ich halt besser nicht hin, weil das kann wer anders besser. Denkst du, bist du dein eigener Berater, oder hast du da jemanden, mit dem du dich besprichst? Oder? Nee, also wer ist Team Rezo? Also an der Stelle, also die Pipeline läuft so ab, dass mein Management, die sozusagen eigentlich primär für Business-Anfragen da sind, auch solche Anfragen natürlich kriegen, weil die kriegen die ganzen in der Anfragen-Mail sozusagen alles rein. Inbox, okay. Und dann, dann leiten die das natürlich an mich weiter, also natürlich filtern die das und leiten dann aber auch an mich weiter, so hey, es hat wieder der und der angefragt, möchtest du dahin? Und ich sag halt ja oder nein. Und also die entscheiden das ja nicht, was ich da mache. Die mischen sich da auch jetzt nicht groß ein. Also die sagen auch schon mal ihre Meinung, aber es ist schon völlig klar, dass es einfach meine Entscheidung ist, was ich machen will oder was nicht. Und die wissen natürlich schon meistens, was ich sagen werde, weil die kennen mich jetzt seit ein paar Jahren. Das heißt, ja. Also du entscheidest es quasi alleine. Der Bauch oder der Kopf, wer ist da so? Absolut Bauch, absolut Bauch. Und das ist auch weird, dass manche. Also, dass ich merke, dass manche Leute, die aus den alten Medien kommen, das gar nicht so verstehen, diesen Prozess von einfach nach Gefühl entscheiden. Also manche bestimmt, ich will jetzt nicht irgendwie so grundsätzlich da irgendwie fronten oder so, aber ich hatte auch einen Augenblick mit einem, wie drücke ich das jetzt anonym aus, mit einer Person, die mich angefragt hat für eine sehr, sehr reichweitenstarke Sendung. So eine Art Jahresrückblicksendung. Und ich habe halt gesagt, so, yo, wie wird es dann ablaufen? Ja, du kommst hier raus und wir unterhalten uns paar Augenblicke darüber, und nach 5 Minuten halt ist das der Part so beendet. Und ich halt so, ja, aber dann stellt man ja nur die Fragen, die so die ich eigentlich schon 1000 Mal beantwortet habe, weil wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, dann, also ich, weil mich fühlt sich irgendwie nicht so, ne, aber ja, wir können auch einen Fahrer und das ist direkt in Köln oder keine Ahnung, das ist nicht so viel Zeit und wir kriegen das hin. Und ich habe halt gesagt so, nee, ich fühl's nicht. Also das war so meine Aussage. Und ich habe gemerkt, die andere Person hat das halt nicht verstanden, hat halt irgendwie gesagt, ja, warte, wir reden hier über 5 Millionen Leute, die dich sehen. Und ich, ja, aber ich fühl's halt nicht. So, also ja, also rein businessmäßig wären solche Entscheidungen dann total klug, rein PR-mäßig sozusagen, aber das ist rein meine Entscheidung, da spreche ich auch nicht mit meinem Management dann drüber, wie ich diese Entscheidung irgendwie zu treffen habe, sondern ich habe ein Bauchgefühl und sage dann halt, nö. Ist das vielleicht auch eine schöne Position, dass du ja deine Zuschauer hier selber einschalten kannst? Also quasi YouTube bist du ja dein eigener Programmchef. Kannst du immer deinen Bauch einschalten dann, wenn du sendest. Ist natürlich dann auch sicherlich dieser Situation geschuldet, ne? Dass du dann sowas absagen kannst. Voll. Also ich glaube, Leute, die halt nicht eine eigene Reichweite haben, also ne, so wie das früher war oder so wie das bei vielen Leuten heutzutage noch ist, die sind ja dann darauf angewiesen, in so Sendungen reinzugehen, damit überhaupt diese Reichweite da ist. Insofern ist es eigentlich ein großer Luxus, auf Basis dessen ich mich so verhalten kann. Das stimmt schon. 2021, also das Top-Trending-Video auf YouTube, Rezo. Zerstörung Teil 1, Inkompetenz. So heißt das Video im Titel. Das heißt, das Zerstörungswort hat sich wieder dort eingefunden im Titel. Rezo und Zerstörung, diese Vokabeln, die passen ja seit 2019 in alle Bilder. Bei den Journalisten, bei den Medien, bei dir, bei den Klicks, bei den Views. Also das ist ja dann auch bewusst gewählt, oder? Diese Trilogie, diese 3 Videos, die haben total das Wort Zerstörung auch drin. Ja, es hat mich am Anfang ein bisschen genervt, dass dieses Wort Zerstörung so immer wieder wiederholt wurde. Auch in erster Linie in der Presse halt. Und weil es auch teilweise, glaube ich, missverstanden wurde. Das ist
glaube ich, einfach weil Leute, nicht, die nicht aus der Bubble kommen, dann denken, oh, das ist aber ein sehr hartes Wort oder so, obwohl es halt für YouTube... Ein destruktives Wort, oder? Genau, genau. Mhm. Und obwohl das für YouTube ja, natürlich jetzt nicht das härteste Wort ist. So. Und dann hat es mich erstmal genervt, dass die Assoziation so ist. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, fuck it, dann ziehe ich es halt durch, dann ist das halt jetzt das Wort, dann nehme ich das halt jetzt an. Wenn ihr das meint, dass das Wort ist, dann ist das jetzt das Wort. Okay. Und es ist ja auch so, das kann man ja auch, kannst du ja auch mal beschreiben, es kommt natürlich auch auf eine Kombination an bei einem Video, ob es gut läuft oder nicht. Mhm. Das heißt, es spielt da schon eine Rolle, auch solche Wörter zu benutzen, etwas zu provozieren. Wen nehme ich damit in den Titel? Ja. Wen nehme ich mit aufs Thumbnail? Absolut, klar. Das ist ja wie bei jedem anderen Medium auch. Also bei den Printmedien kommt es ja auch drauf an, was für ein Cover ist auf dem Stern oder Spiegel oder ich weiß nicht, was drauf. Oder was ist der Titel? Und natürlich... Ja, ein Mensch auf dem Cover ist für Leute natürlich, ein Gesicht ist attraktiver als eine weiße Wand. Ja, und ein Gesicht mit Ausdruck natürlich auch mehr als ein Gesicht ohne Ausdruck. Und dann natürlich beim Titel irgendwas, was spannend klingt, aber eben auch das ist, was man bekommt. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man das Viewer-Versprechen einhält und dass man das Vertrauen von den Viewern oder von den Lesern, insgesamt halt von den Rezipienten sozusagen nicht missbraucht. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist ja genau das, was so typischerweise, egal jetzt ob in Online-Scenes oder auf YouTube oder so, auch teilweise dann missbraucht wird, dass da steht, die besten Top 10 Gründe, Nummer 4 wird dich schockieren. Und das ist natürlich, irgendwann weiß jeder so, ja, das ist einfach nur Bullshit. Und dann klickst du halt irgendwann auch nicht mehr drauf und es fühlt sich halt nicht, also dann hast du auch keine wirkliche Bindung zu der Person, die das dann macht, weil du fühlst dich dann einfach verarscht irgendwann. Das heißt aber im Umkehrschluss, du hast es ja geschafft, das Timing und die Zutaten richtig zu benutzen. Wenn wir mal, ist ja ein Creator-Podcast hier, so ein bisschen in die hilfreiche Richtung geht, was können andere beachten und das, was sind deine Learnings? Du hast ein Timing getroffen, du hast einen Nerv getroffen, ein Thema, also kannst du da kurz mal drüber sprechen, was da so zusammenkam, weil das ist ja sehr erfolgreich, deine Serie, ich nenne sie jetzt auch mal die Zerstörungsserie. Ja, das Ding ist, bei dieser Zerstörungstrilogie, so nennen wir das im Office intern, also diese drei Zerstörungsvideos, die jetzt in diesem Jahr kamen, ist es halt sehr viel Glück, glaube ich, auch gewesen. Also natürlich gibt man sich Mühe, das ordentlich zu machen. Natürlich gucke ich auch bis zum letzten Augenblick, hey, ist das cool so, fühlt sich das richtig an? Also ich habe zum Beispiel den letzten Part, den Part 3, wollte ich eigentlich eine Woche vorher rausbringen. Und in dem Augenblick, wo ich hier stand und aufgenommen habe, habe ich zu meiner Assistentin Lisa gesagt, so, die mir beim Skripten total viel mitgeholfen hat, habe ich halt gesagt, irgendwie fühlt sich das nicht rund gerade an. Sollen wir nicht nochmal über das Skript drüber gehen? Sollen wir nicht? Und es war so gut. Wir haben das halbe Skript danach nochmal umgeschrieben und haben es einfach alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, das ist ein Mindset, das wichtig ist, dass man nicht sagt, okay, ich ziehe es jetzt irgendwie durch, sondern ich will es halt cool machen. Ich will halt einfach, letztlich einfach der Fokus, ich will was machen, was ich mir nachher auch angucken würde und cool finden würde. Und dann ist halt eine große Portion Glück und das muss man halt auch einfach sagen. Also hätten diese Videos jetzt in Summe nicht, ich weiß nicht, wie viel haben sie in Summe, 14 Millionen oder also so? Also die Trilogie hat jetzt über 14 Millionen dieses Jahr. Absolut crazy. Also es hätte auch sein können, dass die in Summe 3 Millionen machen und es wäre für mich immer noch cool gewesen, weil dann wären es ja immer noch echt viele Leute gewesen, die das gucken. Really? Ticken enttäuschend, ja, okay, ja, natürlich. Weil das erste Zerstörungsvideo war mittlerweile 18, ne? Ja. Oder? Ja. Also aber das Ding ist, das erste ist halt auch 2,5 Jahre her. Mhm. Also das, oder zu dem Zeitpunkt halt auch über zwei Jahre her. Das heißt, es war schon so, das war auch eine neue Gattung von sagen wir mal, Medienerscheinung, oder? Also dieses Video reingezogen in die Print, in die Fernsehwelt. Ja. Das war ja das erste. Dass es natürlich nie wieder so viel Views bekommen würde wie das erste. Das ist klar, das ist ja immer so. Also wenn du Part 2 machst, egal von was, dann, also Part 1 war immer besser. Wimbledon-Sieg oder? Ja,
Ich würde es nicht als einen Sieg bezeichnen, weil es ist halt so viel Glück dabei, dass es so läuft. Also wenn Leute das einfach teilen, das ist ja der Hauptfaktor, das kann man ja auch dann nachher sehen. Wenn es Leute einfach rumschicken, dann hat es viele Views. Und das ist ja letztlich nur bedingt in meiner Macht. Und das hängt ja auch von vielen Leuten, also von den vielen, vielen Leuten ab, die das dann halt teilen, die das selber in Gruppen posten, die das selber auf ihren Seiten posten oder so. Insofern, davon ist man halt abhängig, wenn es so eine Reichweite, also auch so eine Reichweite wie jetzt kriegen soll. Und es hätte auch anders laufen können, das ist völlig klar. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich das vor Augen hält, wenn eine Sache so insane gut läuft. Ich meine, ne, 3 Videos, die in Summe über 14 Millionen Views, das ist insane. Das ist einfach insane. Und da würde ich ja gerne mal wissen, vorab noch ein Einschub, da höre ich ja so ein bisschen deine Arbeitsweise raus. Es scheint ja schon, dass du so ein Perfektionist bist. Oder bist du eher, was bist du für ein Mensch? Bist du ein Schludi, Perfektionist in der Mitte? Weil die Herangehensweise, das Skript beim Live-Film nochmal umzuschreiben, scheint ja irgendwie zu sagen, Mensch, ich bin noch nicht bei dem Zustand, der mich glücklich macht. Perfekt ist das... Also Perfektionismus ist halt schwierig, weil man, wenn man irgendeinen Job ein paar Jahre macht, dann merkt man, dass man auch in der Praxis manchmal, also dass du diese Balance finden musst zwischen, du musst auch Sachen irgendwann rausbringen. Und ein Werk ist nie fertig, egal was. Also ein Video ist nie fertig und ein Song ist nie fertig und ein Buch ist nie fertig. Du kannst immer noch weitermachen, du musst irgendwann sagen, okay, ich bringe das jetzt raus. Das heißt, Perfektionismus ist ja, also darf man ja nie verstehen als wirklich ein absoluter Anspruch an Perfektion, weil dann würde man nie irgendwas rausbringen. Also Realperfektionismus. Realperfektionismus ist ja vielleicht ein bisschen besser. Also ich will einfach einen guten Job machen, ich will einfach meinen Shit ordentlich machen. So würde ich es eigentlich ausdrücken. Was willst du denn damit erreichen? Also was wolltest du mit diesen Videos oder was willst du mit deinem YouTube-Schaffen erreichen? Mit insgesamt dem YouTube-Schaffen oder mit diesen 3 Videos? Beide Fragen. Okay, mit insgesamt, also überhaupt mit YouTube habe ich eigentlich nur in Anführungszeichen angefangen, weil ich immer Mucke gemacht habe in meinem Leben und immer in Bands gespielt hatte und sich so die letzte Band dann aufgelöst hatte, so 1 Jahr, 1,5 Jahre, bevor ich mit meinem Masterstudium fertig bin. Und was hast du nochmal studiert? Ich hab Informatik studiert und dann habe ich mir halt gedacht, okay, die Zeit, so 1 Jahr reicht nicht, um eine neue Band zu gründen. Wenn ich den Master habe, dann geht der Ernst des Lebens los, da kann ich auch nicht mehr Bandleben haben. Also habe ich jetzt nur noch 1 Jahr Zeit. Ich will aber trotzdem irgendwie Mucke machen, also mache ich das einfach alleine, stelle es ins Netz. Mhm. Und ich wusste nicht mal, dass es eine YouTube-Szene damals gab. Ich wusste nicht, wer, weiß nicht, Unge war oder Julian Bam oder so. Das habe ich alles dann erst rausgefunden, als ich meinen Channel hatte. Und dann, das war der initiale Punkt. Natürlich, jetzt mache ich es, weil ich ja wieder einfach einen ordentlichen Job machen will, weil ich eine Sache mache, die mir Spaß macht, wo ich auch abliefern möchte. Und die 3 Zerstörungsvideos, die habe ich halt gemacht, weil ich zusätzlich dazu auch eine Art Verantwortung spüre. Also ganz ehrlich, ich habe das verflucht. Das hat mich wirklich gefickt im Leben, weil es ja on top drauf gekommen ist zu einem sehr, ich sag mal, ausgefüllten Job. Ich habe ja einen Podcast, ich habe Streaming, ich habe einen YouTube-Channel, wo mehrfach die Woche Uploads kommen. Ich habe ein fucking Softwareunternehmen, wo wirklich viel, viel Zeit noch reingeht. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt 3 solche Videos, dann fickt das mein Leben über mehrere Monate, also wirklich über mehrere Monate. Und ich habe zeitweise, so in der Mitte der Zeit, war ich ganz kurz davor, einfach zu sagen, ich lasse es komplett bleiben. Ich bin so halb fertig mit den Skripten, aber ich breake hier wirklich und es geht nicht und ich lasse es einfach alles bleiben. Ich war ganz, ganz kurz davor. Ich hatte wirklich ernsthafte Talks darüber, dass wir alles abbrechen. Und ich habe es in erster Linie durchgezogen aus, klingt jetzt wack, aber aus einer Art Verantwortungsbewusstsein, weil ich mir dachte, come on, Alter, du hast so eine Reichweite, du kannst das. Also es ist nicht nur, ich habe eine Reichweite, sondern ich habe auch die Möglichkeit, sowas zu tun. Ich habe die Möglichkeit, in der Hinsicht einen Part beizutragen für Diskurs und für Aufklärung. Und dann wäre es einfach wack, das jetzt nicht durchzuziehen. Da habe ich mir gedacht, okay, zieh es einfach durch, mach's halt irgendwie. Und Alter, ich bin einfach froh, dass es geschafft ist, weil es war echt eine gute Durchgefickerei. Also du hast eben 2 Sachen gesagt, Diskurs und Aufklärung. Ist das etwas, was dich antreibt? Was solche Videos angeht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar, mich treibt jetzt nicht Diskurs und Aufklärung an, wenn ich eine Podcast-Aufnahme mache. Nein, also sagen wir mal, einen Impact zu haben durch Diskurs und Aufklärung. Ja, definitiv, ja. Das, also
es geht mir weniger darum, dass ich diesen Impact mache, sondern es geht mir natürlich um den Impact selbst. Dass er stattfindet. Genau, dass er stattfindet. Ja. Das hat's doch, oder? Voll. Wie hat er stattgefunden? Ey, also, der Rezo-Impact. Und nee, das wäre jetzt ja wieder falsch. Ja. Also wie hat der Impact mit deiner Arbeit den ich losgetriggert habe. Ja. Das finde ich enorm schön an dieser Art von Content, dass sozusagen grundsätzlich der Diskurs schon beim Content stattfinden kann. Also in den Kommentaren bei YouTube. Ich weiß nicht mal, wie viele Kommentare es sind. Wir haben jetzt da drunter beim Siegervideo dieses Jahr. 53.962 Kommentare. Das ist insane. Mhm. So, das heißt, wir haben irgendwie unter allen drei Videos wahrscheinlich eine sechsstellige Anzahl von Kommentaren. Leuten, die sich austauschen, Leuten, die diskutieren miteinander, Leute, die die einfach teilnehmen an einem Austausch, an einem Diskurs. Was ist denn das für eine Generation? Also was sind das für Altersgruppen? Alle. Also du kannst da reinscrollen, da sind natürlich viele Leute dabei, die eher so unter 30 sind, weil das halt natürlich die Leute sind, die in erster Linie mein Channel gucken. Aber da schreiben nicht wenig Leute auch, ey, ich bin 50 und finde es stark, was das Video ist, oder ich bin 60, ich finde es stark, was das Video ist. Es ist erstaunlich, in welcher Altersrange das hochgeht. Schaffst du ein paar Kommentare zu lesen? Also 53 ist ein bisschen schwer, 59.000 ist ein bisschen schwer zu lesen, aber. Ja, also 59.000 habe ich nicht, aber natürlich, also ich versuche sehr viel Sachen zu lesen. Also zum einen auf YouTube, aber auch auf Instagram oder so. Ich lese fast jeden Tag bestimmt, also auf jeden Fall ein paar Dutzend Nachrichten auf Insta. Wenn so ein Video rauskommt, da verbringe ich teilweise Stunden und scroll einfach nur durch die Kommentare, weil das ist ja letztlich, das sind ja sozusagen die Hauptfrüchte von dem, wo man sich Mühe gemacht hat. Also. Aber kannst du noch was über die Analytics verraten? Also du hast viele unter 30 hier. Genau, ja, das ist die Hauptzielgruppe, ja. Ich könnte jetzt reinklicken, ich weiß, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber. Fände ich interessant. Ja. Aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen sprechenden Raum. Genau, also gehe ich jetzt von aus, ne? Weil ich spreche ja Deutsch. Also das würde ja Sinn ergeben. Meinst du jetzt für das Video oder für grundsätzlich? Wer ist dein Publikum? Das würde mich mal interessieren. Mein Publikum ist. Also der Schwerpunkt ist 18 bis 24 Jahre mit 48%. Mhm. 25 bis 34 Jahre sind 24. Dann also geht's drei auf Viertel der deiner Community sind ja dann zwischen 18 und 34 Jahre, ne? Ja, ich denke, da werden auch, also man muss immer den untersten Balken, den 13 bis 17 Jahre, ein bisschen höher sich denken im Kopf, weil natürlich Leute. Viele über Eltern gucken, über den Eltern-Account. Ja, oder auch einfach, YouTube, wenn ich mich jetzt als 15-Jähriger anmelden würde und YouTube würde fragen, bist du 18, dann kannst du alles sehen, oder bist du 15, dann kannst du halt nicht alles sehen. Dann würde ich ja sagen, ich bin 18. Also natürlich machen das Leute. Also den untersten Balken, den muss man sich schon ein bisschen größer denken. Das gehört immer dazu. Das ist, glaube ich, bei jeder Plattform so. Und halt aus Deutschland 87%, dann Österreich 6,5, Schweiz 4,0. Also fast alle aus dem deutschsprachigen Raum. Ja. Interesting. Und wenn man jetzt mal, wenn du sagst, der Diskurs und die Aufklärung, das ist dann der Antrieb so ein bisschen. Merkt man jetzt an diesen Trilogie-Videos, an dieser Trilogie und auch an dem Video von 2019, dass das auf YouTube ja ganz gut funktioniert, oder? Weil dort halt eben die Diskussion auch stattfindet. Du bist ja in einem Medienmix unterwegs. Kannst du mal kurz bitte erklären, wie jetzt da YouTube oder warum YouTube da dir ein gutes Werkzeug an der Hand ist? Also ich finde ganz ehrlich, dass YouTube für so eine Art von Content ja eigentlich die beste Plattform ist. Denn bei, also Instagram, klar gibt es da auch, ich sag mal, inhaltsvollen Content, aber die meisten Leute gehen auf Instagram nicht wegen Inhalt, sondern, also ich auch nicht, also das
die meisten nutzen es nicht so. Bei Twitter wird es ganz schnell toxic und ganz schnell so oberflächlich. Mhm. Also da ist der Austausch auch vorhanden, aber die meisten, habe ich den Eindruck, wollen auf Twitter sich nicht austauschen, sondern gegenseitig einfach fronten und beefen und streiten sich eigentlich nur. Also es ist jetzt natürlich eine sehr, 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 sehr überspitzte Aussage. Natürlich sind nicht alle auf Twitter so, aber das ist so der allgemeine Vibe. Und bei Facebook klammere ich mal ganz aus, weil da sind echt viele sehr weirde Leute unterwegs. Und bei YouTube ist es eben so, dass ich zum einen den Eindruck habe, dass alle möglichen Bubbles und Altersgruppen da drin vorkommen. Und zum anderen halt den Eindruck habe, dass wenn Leute dann diskutieren, dass sie wirklich diskutieren, dass sie sich wirklich austauschen. Natürlich gibt es da auch ein paar Leute, die nur fronten wollen. Aber der Anteil, habe ich den Eindruck, ist gar nicht so hoch. Also der Anteil von Leuten, die sich ernsthaft austauschen wollen, ist unter dem YouTube-Video enorm hoch. Also was ich halt feststelle... Ich lösche da fast keine Kommentare. Also das Einzige, was ich löschen würde, wären halt Sachen, die wirklich rechtlich überhaupt nicht gehen. Aber ich habe fast keine Kommentare gelöscht. Also was mir halt auffällt, auch in unserem Team international, dass Deutschland halt ein Land ist, wenn man sich die Top-Listen anguckt, die wir hier auch heute feiern mit dir auf Platz 1, dass in Deutschland halt eben viele Kreative ihre Ideen teilen wollen, die Deutschland auch so bewegen. Also dieses Thema Bundestagswahlen hat einfach Millionen von Menschen bewegt, auch mit dem Klimawandel und so weiter. Und das halt tiefgründig zu diskutieren und den Diskurs und aufzuklären, das ist nämlich die zwei Vokabeln, die du eben selber gesagt hast, das ist für mich so ein Zeichen, dass das viel in Deutschland gemacht wird. Weil wir können die Liste gerne mal durchgehen. Auf Platz 4 ist MyLab mit So endet Corona. Das ist ein ähnliches Thema, ja. Auf Platz 2 ist Philipp Mickenbergers Video, ja, ein sehr mutiges Thema, mit dem Tod umzugehen, ja. Ja. Familie Mickenberger, der Bruder, ist damit dem Thema Tod offen umgegangen. Ja? Ja. Also das ist auch ein Thema, was ja eigentlich in der Gesellschaft tabuisiert manchmal ist. Ne? Ja, definitiv. So, dann auf Platz 5, Joey's Jungle, sein Outing, ja, auch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Und das sieht man, dass das die Menschen bewegt. Es ist in den Top-Listen, ja. Pflege ist nicht selbstverständlich, ein Video von Joko und Klaas. Dann Sophia Thiel, die Wahrheit über meine Auszeit, über mentale Ausgebranntheit. Wirklich stark solche inhaltlichen Themen vertreten. Und dann auch diese Marvin zum Beispiel, wie er die Influencer mit seinem Fake-Produkt hochgenommen hat. Ne? Also es sind alles so Themen, wo Ideen aufklärerische Seiten auch haben. Das, ohne Scheiß, das ist eine stronge Top 10. Mhm. Ich weiß nicht, ob die in den letzten Jahren auch so strong war, aber das ist eine stronge Top 10, ohne Witz. Ja, und jetzt komme ich zur zweiten News. Guck mal, wer auf der Liste Top Creator ganz vorne ist. Renzo, dein Drittkanal. Oha. Du hast die zweite Liste gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Nach welcher Metrik ist das? Das ist die Subs in 2021. Ah! Congrats. Oh, wie schön ist das denn? Das wusstest du noch nicht, ne? Nee, das wusste ich noch nicht. Ja, das war meine Überraschung. Pack. Das ist ja... Musst du ja nicht alles verraten. Ja, auch eine schöne Liste. Lehrer Schmidt auf Platz 3. Ja? Ein Lehrer, der Mathe-Videos erklärt. Finde ich auch schön. Dann Maddie Morrison auf Yoga. Ne? Die Leute müssen zu Hause Sport machen im Lockdown. Ja. Gnu, Gamerin, Ui Memo. Hey. Also, ich finde sehr tolle Listen dieses Jahr. Und du bist ganz oben in zwei Listen. Hey. Zwei von fünf Listen. Insane. Das ist insane. Ein Zeugnis deiner Arbeit. Herzlichen Glückwunsch nochmal vom gesamten YouTube-Team. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass dir Motivation jetzt nicht zurückzutreten auf der Höhe deines Schaffens, sondern weiterzumachen. Ja, ich glaube auch. Ich muss ja den dritten Kanal erst über 1 Million bringen, bis ich deinen vierten anfange. Ja, stimmt. Hinter uns hängen schon 2 1-Millionen-Buttons. Ne? Ja. Also, weiter. Ich wollte trotzdem nochmal kurz fragen, blaue Haare, du hast eben von einer Marke gesprochen, selber. Ist das so, dass du am Anfang gesagt hast, ich werde jetzt eine Marke oder entsteht sowas schleichend? Und wie hast du dich entschieden, so eine Frisur anzuschaffen? Also es war letztlich relativ Zufall, dass es
am Anfang, als ich meinen YouTube-Channel gegründet hatte, blaue Haare waren. Ich habe ja, wie gesagt, mein YouTube-Channel nicht gegründet mit dem Ziel, okay, ich mache jetzt da was groß, da kann ich von leben. Ich wusste ja nicht mal, dass es so eine Szene gibt. Ich wusste nicht mal, dass man damit überhaupt Geld machen kann oder so. Sondern einfach, weil ich halt Bock drauf hatte, zu teilen, dass ich irgendwie Mucke mache. Und natürlich denkt man da nicht über Branding nach und über, ich bin eine Brand und ich kann irgendeinen Marktwert oder irgendwelche, in solchen Sachen denkt man natürlich nicht nach. Ich hatte einfach vorher immer, also nicht immer, aber ich hatte viele verschiedene bunte Haare. Also ich hatte auch vorher rote Haare und blonde Haare und pinke Haare und lila Haare und silberne Haare. Also ich habe einfach häufiger mal geswitcht. Und ich war halt auf blau, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, eigentlich so ein paar Monate später, wäre für mich jetzt wieder so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich dann sage, okay, ich switch mal wieder. Aber dann habe ich mir halt gedacht so, und das muss ich schon sagen, ich sehe hier schon regelmäßig so Kommentare, wo Leute sagen, ey, dieser eine Typ mit den blauen Haaren, hast du den gesehen? Cooler Channel. Da dachte ich mir, okay, vielleicht behält sie die noch so ein bisschen. Und dann gab es eine Phase, so ich glaube, so nach so einem Jahr blaue Haare haben oder zwei Jahren, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich finde es jetzt nicht mehr so geil, gerade mit den blauen Haaren. Also, hat mich jetzt auch nicht abgefuckt, aber so, ich fühle es jetzt nicht mehr so sehr, aber vielleicht ist es schon sinnvoll, wäre jetzt auch weird, weil dann die Werke nicht mehr zeitlos sind. Also, wenn ich dann gibt es ein Video, wo du direkt siehst, das ist ein altes Video. Und das hat mich dann so gestört. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann lässt du das einfach erstmal so. Und mittlerweile fühle ich es wieder voll. Also, ich bin mittlerweile wieder voll an dem Punkt, dass ich es einfach fühle und mir denke, ey, ich finde es cool, so wie es ist. Aber dass du das mal irgendwo anders gesehen oder gelesen hast, wie Menschen das machen, also ich weiß nicht, ob du Don King kennst, den Boxpromoter, der hatte die Haare einfach ganz nach oben. Stimmt, der hat so... Genau, und das war sein Markenzeichen. Aber das ist einfach, wie du gerade beschrieben hast, das ist so... Ja, es war halt vorher auch schon so. Also, also da hatte ich noch keinen Channel. Das heißt, so gefärbte Haare oder so kann man ja auch haben ohne, also einfach nur für sich. So, das geht ja auch. So, einfach, weil man Bock drauf hat. Du bist dennoch in dem ganzen Tun ein Mensch, der seine Privatsphäre sehr, sehr schützt. Ist auch gut so, dass ich das nicht weiß. Lustigerweise weiß ich gar nicht, wie du richtig heißt, also wie du geboren bist. Du bist auch einer der ganz wenigen Leute, die ich zu mir nach Hause mal eingeladen. Also wir sind ja jetzt gerade bei mir zu Hause. Die aller, also selbst so Leute, die ich aus der Szene kenne, da sage ich meistens, ja, wir treffen uns irgendwie, also ich habe noch ein Office hier in Aachen, dann treffen wir uns da oder so. Vielen Dank. Also kommt hin und wieder auch mal vor. Ja. Ehrenmann. Ja, aber ich weiß es gar nicht, ich will es auch gar nicht wissen und sollte es auch niemals wissen. Also du schützt deine Privatsphäre sehr, sehr stark. Hast du dir das von Anfang an, als du als die Millionen dann da losgingen, die Millionen Views, hast du das dir auf die Fahne geschrieben? Oder ich meine, du hast deinen Kanal ja auch so genannt. Ja, warum hast du denn Rezo? Es war reiner Zufall eigentlich. Also ich habe halt gedacht, wie nenne ich den Channel? Ich brauche irgendwie, also ich habe mir schon damals gedacht, ich brauche eine Art Künstlernamen oder eine Art Channelnamen oder so. Weil dann habe ich eine Liste gemacht und habe halt so random Worte aufgeschrieben und dann habe ich immer jeden Tag ein paar weggestrichen und am Schluss habe ich noch ein paar Freunde gefragt, so hey, das sind meine Top 3, was sagt ihr dazu? So einfach, um so ein bisschen Feedback einzusammeln und dann ist halt Rezo geworden und ich bin ganz froh, weil mittlerweile empfinde ich es natürlich seit langer, langer Zeit als meinen Namen, weil viele, viele wirklich gute Freunde mich auch so nennen und viele, also jetzt nicht nur eine Art distanziertes Verhältnis und dann nennt man mich so und in meinem guten Verhältnis nennt man mich nicht so, sondern es ist halt auch, wenn man ein sehr closes Verhältnis zu mir hat, nennen mich ganz, ganz viele so und dadurch ist es halt, also fühlt es sich halt an wie einfach mein Name und das ist völlig, völlig fein und mir war das immer schon wichtig, dass ich, also es war mir nicht primär wichtig, mein Privatleben so ein bisschen rauszuhalten aufgrund von Sicherheit, das kam dann eher später dazu, sondern ich dachte mir halt, ja, Junge, ich will einen Job machen, ich will nicht auf den Sack gehen mit, also was heißt, ich will einen Job machen? Ich will halt guten Shit machen. Ne? Und wenn du halt Mucke machst, dann redest du ja nicht. Und das waren ja die ersten Jahre so. Das heißt, wieso sollte ich dir auf den Sack gehen in der Endcard noch mit, hey, ich war letztes Wochenende übrigens im Freizeitpark und habe das und das erlebt und mit dem und dem. Wieso soll ich das in der Endcard sagen? Ich habe jetzt einen Song gemacht und dann sage ich, like das Video, würde ich mich freuen, tschüss. Und dann hast du ja nichts von deinem Privatleben preisgegeben auf Basis der Form. Und als es dann ein bisschen größer war, dann natürlich auf Basis von Sicherheitsaspekten auch, klar. Ja, sagt man Rezo oder? Ist beides okay, ich sag Rezo, aber kannst auch Rezo sagen.
Ja, ich freue mich übrigens, dass wir jetzt zusammensitzen, weil wir haben den Termin zweimal verschoben, weil du dir Corona eingefangen hast. Und beim zweiten Mal war der Test auch noch positiv. Das heißt, wir haben nochmal eine Woche verstreichen lassen, damit alles safe ist. Wir sind getestet. Beide. Ja. Das war schon der Hammer. Du hast auf Instagram was gepostet, wie es dir geht damals. Und dann gab es wieder ganz viele Medien. Und ich merke immer wieder, wenn ich deinen Content auch studiere, wie sehr das mit dir resoniert, wie die klassischen Medien dich beobachten. Ja, es ist total erstaunlich. Aber in dem Fall hat es mich jetzt nicht hart abgefuckt, weil es ist ja okay, ich habe es ja auch öffentlich gemacht, dann dürfen die natürlich auch drüber reden. Es ist halt weird, es ist teilweise lustig und vor allen Dingen ganz, ganz viel Weirdness dabei. Einfach wenn ich Nachrichten bekomme von Leuten, die so in dem Circle sind, die man jetzt nicht anruft und sagt oder den schreibt und sagt, hey, ich hab Corona. Aber wenn mein Anwalt mich dann anschreibt und sagt, ich habe in den Medien erfahren, du hast Corona, ich wünsche, ne, dann ist das so, ja, weird. Das ist einfach weird. Oder irgendwelche Onkel und Tanten. Man hat ja keine Zeit, bei einer schweren Erkrankung jetzt mal alle in WhatsApp zu schreiben. Genau, und so, ne? Das tut also, man ja auch nicht. Also man sagt den Eltern Bescheid, man sagt irgendwie noch ein paar anderen Leuten Bescheid, aber du sagst ja nicht irgendwie 50 Leuten Bescheid oder so. Und dann ist es schon ein bisschen weird, wenn dann Leute sagen, ich habe gelesen, du hast... aber es ist gar kein Vorwurf an die Medien an der Stelle. Ich weiß, ich habe häufig auch Vorwürfe an die Medien gemacht, aber an der Stelle ist das jetzt gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur weird. So. Jetzt muss ich natürlich doch mal die Frage stellen, die du ja so liebst bei Journalisten. Was bist denn du? Bist du ein Journalist, ein Content Creator? Bist du ein Musiker? Bist du ein Mann, der provozieren will und zum Diskurs anregen will? Was bist denn du? Also ich finde diese Frage gar nicht so wichtig, weil zum einen kann die jeder ja für sich selber anders beantworten. Also nur weil ich sage, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Journalist, dann muss mich ja niemand so nennen, nur weil ich das gesagt habe. Dann kann ja jeder sagen, nee, für mich bist du es nicht. Weil wenn ich sage, ich bin Musiker, weil ich habe ein paar Coversongs auf YouTube, kann natürlich auch jeder sagen, nee, für mich ist das kein Musiker. Das bist du noch nicht. Das heißt, ich denke mir, es ist so ein bisschen witzlos, überhaupt mir selber Labels zu geben, weil die ja eh nicht gültig sind. Also ich kann, und mir ist es auch gar nicht wichtig. Also mir ist es relativ wurscht, wie man mich bezeichnet, also als welche Rolle man mich bezeichnet. Mir ist nicht wichtig, dass man mich als Journalist bezeichnet. Ich kann nachvollziehen, warum man mich so bezeichnet, weil natürlich ich Sachen gemacht habe, die definitiv journalistisch sind. Ich glaube, da kann man wenig sozusagen dran rütteln. Aber ob diese wenigen Werke sozusagen dann schon dafür sorgen, dass man mich grundsätzlich Journalist nennt, da kann ich auch nachvollziehen, dass jemand sagt, nee, dafür müsstest du das schon ein bisschen häufiger machen. Ja, kann ich verstehen. Keiner, ist mir wurscht. Dann nenn mich halt nicht so. Also ist mir einfach egal. Haben wir das auch geklärt. Aber der breiten Öffentlichkeit bist du ja durch, ich nenne es mal, diese politischen Videos bekannt. Du hast aber auch eben dir vorher schon eine große Fangemeinde aufgebaut, eine Community. Was von beiden ist dir eigentlich wichtiger oder bedeutet dir mehr? Oder machst du da gar keine Gewichtung? Nochmal, von welchen beiden? Also du hast ja politische Videos gemacht, die sehr, sehr reichweitenstark waren, die sich ja schon unterscheiden von dem, was du größtenteils machst. Ja. Was dann auch eine andere Community ist. Ah, ja, okay. Was ist dir, wie denkst du über diese beiden Welten? Also wenn ich mir... Oder ist es eine Welt? Ja, es ist... Nee, du hast schon recht, es sind ja teilweise andere Leute, die das gucken. Deswegen ist es ja schon, kann man es sozusagen trennen. Natürlich ist es irgendwie auch eine Welt, weil es ist ja alles irgendwie eine Sache, die ich in meinem Leben mache. So, aber ich verstehe schon, dass man das auf bestimmten Ebenen trennen kann. Wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich eine Sache aus meinem Leben streichen müsste von den beiden, also es kommt eine böse Fee und die sagt, du musst jetzt aussuchen, entweder das eine nicht mehr oder das andere nicht mehr, dann würde ich sagen, dann die politischen Videos nicht mehr, ganz ehrlich. Mhm. Weil, warum? Wenn ich das andere nicht mehr hätte, dann erstmal macht es keinen Sinn, weil die politischen Videos dann auch nicht mehr eine Range hätten, die so Sinn macht. Das ist das eine. Und das ist halt, es ist halt sehr viel Pain dabei. Also die politischen Videos sind halt echt anstrengend zu machen. Also das ist nicht, da
Ja, und bei den anderen Sachen, wenn ich auf Twitch was streame, mit Freunden was mache und irgendwie eine Challenge mache oder ein Spiel, ne, dann macht es halt Spaß. Und damit verdienst du auch Geld mit politischen Videos, ja, nicht, genau, weil du sie demonetarisierst. Genau, ja. Warum? Beim ersten Video habe ich es, also bei die Zerstörung der CDU, habe ich es entmonetarisiert, weil aus wieder künstlerischen Gründen, weil ich mir dachte, es ist einfach Abfuck, wenn du ein Video guckst, was so lang ist und plötzlich kommt Werbeunterbrechung. Das reißt dich dann so aus dem Thema raus und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Man muss ja auch nicht, also man muss ja nicht Geld maximieren, wenn man okay genug Geld hat. Also steht dein kreativer Ansatz über dem monetären? Ja, definitiv. Fahren. Definitiv. Ja, sonst würde ich solche Entscheidungen ja nicht treffen. Mm. So, und, was hättest du denn damit verdienen können? Naja, wenn du dir vor Augen hältst, der CPM bei so einem langen Video, das war ja 50 Minuten lang oder so, wäre, also wenn, je nachdem wie lang ein Video ist, kann man ja unterschiedlich, um es allen Leuten noch zu erklären, hier brauche ich es nicht erklären, aber um es allen Leuten zu erklären, kann man ja unterschiedlich häufig Werbung schalten. Das heißt, ein Video, was 10 Minuten lang ist oder 12 Minuten lang ist, hat meistens so ein CPM von, weiß ich nicht, zum, kommt dann auch auf das Thema an, aber sagen wir mal von so 2. Das heißt, wenn ich dann 1 Million Views machen würde, würde ich 2.000 Euro bekommen. Wenn das Video aber länger ist, dann hat es auch schnell ein CPM, ne, bei 20 Minuten auch gern mal von 3 oder von 4 und bei einer halben Stunde vielleicht eher von 4 oder 5 und bei 50 Minuten wahrscheinlich eher, also 5 oder 6. Also das kann schon sehr gut sein. Und wenn du dann 17 Millionen Views hast, dann bist du schon schnell im sechsstelligen Bereich, aber ganz schnell, ja. Mhm. Du hast damals auch viel Kritik bekommen, zu dem Zerstörervideo der CDU. Ich habe das jetzt mal verglichen mit diesem Jahr, die Trilogie. Vor allen Dingen so bei dem letzten Video, da war es ganz schön ruhig, beziehungsweise es wurde erwähnt, aber es war nicht so ein Kritikschwall über dir, der sich ergossen hat. Ist das richtig gedeutet? Ja, das habe ich auch gemerkt. Und es hat mich ein bisschen gewundert, aber also jetzt ist natürlich, also die Frage ist, warum ist das so? Und es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder Leute in der Presse haben keinen Bock, mich zu kritisieren. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Das war halt all die Jahre. Gibt es, also ich sage ja nicht, alle haben Bock, mich zu kritisieren, aber es ist ja eine sehr, sehr heterogene Szene, die Pressebubble. Und natürlich gibt es da Leute, die mich auch abfeiern. Und es gibt natürlich aber auch Leute, die mich richtig scheiße finden. Und das ist völlig fein. Und die auch Bock hätten und dass das Interesse hätten und wüssten, es hätte auch, würden auch gute Klicks machen, wenn sie mich auseinandernehmen würden, wenn sie es denn könnten. Das heißt, wenn es dann nicht passiert, obwohl wir hier über Sachen sprechen, die, ne, in Summe irgendwie 14 Millionen Views plus machen, ne, also es ist ja eine Sache, wo man es definitiv machen könnte, dann ist ja die einzige Begründung, dass sie es nicht können. Also das ist heißt, einfach, deine Quellen sind, ja, das ist einfach extrem stichhaltig ist und das ist, ja, das ist einfach standfest ist, dass es einfach gute Punkte sind, die du nicht auseinandernehmen kannst. Und es wurde ja von niemandem, niemand hatte da inhaltlichen Widerspruch dran. Also ich habe nicht eine Sache gefunden aus der Pressebubble, wo inhaltlich wirklich kritisiert wurde. Und das freut mich halt voll, weil das ist ja sozusagen der beste, also der deutlichste Beweis dafür, dass meine Arbeit einfach gut war. Das heißt, das freut mich sehr. Das ist bestimmt zufriedenstellend. Dann. Ja, voll. Dann hat sich die Arbeit auch gelohnt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Pressebubble damals bei der Zerstörung der CDU einfach dadurch, dass es halt was Neues war und auch sie ein bisschen Schwierigkeiten teilweise damit hatte, weil im Raum implizit oder explizit auch stand, ja, warum kriegt der das hin, wenn ihr das nicht hinkriegt? Das haben ja auch Leute gesagt. Warum kriegt sowas hin, der Spiegel nicht hin? Warum kriegt sowas hin, die Zeit nicht hin, dass Leute so über so ein Thema reden, dass Leute so ein Thema so erstmal nachvollziehen? So. Und das heißt, die Pressebubble war nicht nur objektiver Beobachter damals, sondern auch, wir müssen uns verteidigen und zeigen, warum wir Dinge besser können als er. Mhm. Das schwingt natürlich, hat das damals so ein bisschen mitgeschwungen, kann ich auch total nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Also diese grundsätzliche Anti-Haltung, die bei manchen Leuten damals da war, die ist, glaube ich, nicht mehr so da. Und ich glaube, die Szene, die akzeptiert mich einfach mittlerweile eher als, ja, das ist halt auch ein Teil von dem Ganzen. Und Rezo macht halt auch sein Ding und
Wir können halt wenig. Was ich gut finde, ist, dass du mir auch zugesagt hast für die Pressekonferenz. Das heißt, du wirst dich auch den Medien stellen. Klar. Und das finde ich fair und Hut ab dafür erstmal. Werden wir dann demnächst machen. aber das finde ich halt eben dann auch okay, dass du dich da auch den Fragen stellst. Was mich jetzt nochmal bei einem anderen Thema interessieren würde, ist, das hast du auch bestimmt mitbekommen, wir investieren unheimlich viel in die Plattformsicherheit. Ja, da geht es auch um die Guidelines, das Durchsetzen der Guidelines, dass YouTube eine offene Plattform bleibt, die aber ja auch die Offenheit ist oft schwer zu erkämpfen, zu managen. Ja. Was hast du denn für eine Sicht auf die Dinge und wie würdest du das machen? Also wie würde ich umsetzen, dass die Plattform... Ja, also du erlebst ja auch viel, bei uns werden Guidelines durchgesetzt, weil jemand etwas gegen die Covid-19-Guidelines zum Beispiel sagt, falsche medizinische Informationen verbreitet und somit Menschen gefährdet. Das heißt, es ist gegen unsere Guidelines, das Video wird runtergenommen und es gibt oft Diskussionen darüber. Hast du sie verfolgt und wie ist dort deine Meinung? Ich habe es nur am Rand mitbekommen. Also ich habe mitbekommen bei jetzt einzelnen Fällen, dass Channel gesperrt wurden in den letzten ein, zwei Jahren. Ich glaube, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich muss ihnen ja nicht Props geben, aber halt so ziemlich deutliche Spinner, wo jedem sinnvoll denkenden Menschen völlig klar ist, dass es gut ist, wenn solche Leute jetzt nicht noch extra Reichweite bekommen. Es ist natürlich eine total schwierige Aufgabe, weil auf der einen Seite steht wirklich die Verpflichtung, Dinge runterzunehmen. Also wenn ihr diese Dinge nicht runternehmen würdet, dann würde ich euch das stark vorwerfen. Ne? Also dann wäre der Vorwurf ganz klar so, ey, ne, ihr macht hier Geld mit Inhalten, die schädlich sind. Und das ist ja auch ein Vorwurf, der teilweise nicht nur eurer Plattform, sondern auch anderen Plattformen sogar noch stärker gemacht wird. Also ich empfinde es so, dass dieser Vorwurf zum Beispiel Facebook sehr stark gemacht wird. Dass die da zu wenig gegen tun, weil es natürlich für das Business erstmal gut ist. So. Wenn je mehr stattfindet, wenn mehr Aufregung stattfindet oder so, das ist ja alles Traffic, das ist ja alles erstmal Geld. So. Und das heißt, natürlich muss man Dinge runternehmen. Und auf der anderen Seite darf es natürlich nicht sich anfühlen wie Willkür, weil eine Plattform hat natürlich eine unfassbare Macht damit, dass sie Sachen runternehmen könnte. Also theoretisch, rein technisch gesehen, kann YouTube löschen, was sie wollen. So, und das ist hart. Das ist einfach eine krasse Macht. Und ich glaube, wenn eine Instanz so eine insane Macht hat, und zwar nicht nur Macht über mein Video oder das Video von irgendwem, also da geht es jetzt weniger um das einzelne Schicksal von einem, dessen Video halt, das ist traurig, das Video, sondern man hat ja die Macht, einen gesellschaftlichen Diskurs zu lenken. Und das ist erstaunlich. Also, und das sogar, und das ist auch wieder eine kritische Sache, theoretisch im Stillen. Also man kann ja einfach der Algorithmus, den man ja so nennt, als wäre es eine Gottheit, also der... Also damit meine ich jetzt in dem Fall den Vorschlag-Algorithmus. Welche Videos werden wem wann vorgeschlagen? Weil das ist ja der Haupttraffic. Also die meisten Videos werden, glaube ich, ausgewählt durch Vorschläge und nicht durch ganz gezieltes, ich gehe jetzt in meine Abo-Box und klicke jetzt genau auf diese Sache drauf. Das heißt, der kann ja, wenn man den so anpasst, dass man sagt, ich hätte jetzt gern aber diese Videos, aber diese nicht. Ich würde gern häufiger mal Donald Trump zeigen, aber weniger Biden. Technisch gesehen könnte man das machen. Und alleine zu wissen, dass eine Plattform das technisch machen kann, sorgt natürlich für ein Grundmisstrauen, was auch sehr gut ist, dass dieses Grundmisstrauen da ist. Das heißt, diese Verantwortung dann mit solchen Sperrungen, was ja wieder das andere ist als der Vorschlagalgorithmus, aber mit solchen Sperrungen gut umzugehen, also das ist jetzt leichter gesagt als getan, ne? Gut umzugehen. Mhm. Also genau die Sachen zu sperren, die gesperrt werden. Und das ist ja, das ist schwierig. Es ist eine schwierige Aufgabe. Wie nimmst du das denn wahr? Wie ich wahrnehme, wie ihr das macht, ob ihr das gut oder schlecht macht. Ein großer Player auf der Plattform. Und, Also teilweise nehme ich das als sehr gut wahr, also dass manche völligen Verschwörungsdullis, die wirklich, also nicht eine weirde Meinung haben, sondern einfach wirklich Fake-Shit verbreiten und das auch sehr oft und offensichtlich auch mit der Intention einfach Dinge instabil zu machen, spalten. Da finde ich es sehr, sehr gut.
Es gab natürlich auch den Fall jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wann die Sperrung war, von Mimi, wo der Kanal, um es kurz zu erklären für die Leute, die zuhören, wo der Kanal von einem YouTuber gesperrt wurde, auf Basis von Gründen, die von außen nicht so nachvollziehbar waren. Also er hatte einen Strike, hat dann in der Zeit auf einem Zweitkanal ein kurzes Infovideo hochgeladen. Hey, ich habe einen Strike, nur dass ihr euch nicht wundert. Theoretisch geht das gegen die Guidelines, weil man darf nicht auf dem zweiten Video, während du einen Strike hast. Und ein halbes Jahr, nachdem das war, hieß es dann, okay, wir sperren dich, also dein Kanal ist jetzt futsch. So ein halbes Jahr später. Und da denkt man sich natürlich, what the fuck, Alter, das klingt nicht nach einer sinnvollen Erklärung. Und dann hat er auch vor Gericht gewonnen gegen die Plattform und sein Kanal musste wieder hergestellt werden. Insofern, solche Sachen kommen natürlich nicht so gut in der Szene an, also ganz ehrlich. Ja, es ist natürlich, die Guidelines gelten ja für alle und man muss sich dann auch erstmal die Einzelfälle anschauen. Und ich denke aber, das sagt eigentlich auch, dass es halt einfach keine einfache Aufgabe ist, die wir da haben. Und mich hat es einfach nur mal interessiert, wie du das Gefühl bei dir so ist, ob deine Plattform, auf der du ja sehr, sehr häufig unterwegs bist, es dir ermöglicht, weiterhin offen und frei deine Sachen zu machen und trotzdem halt eben, weil du vermarktest ja auch andere Videos, ein sicheres Umfeld auch für deine anderen Videos, die du vermarktest, dort hergestellt ist, weil das ist ja immer das Schwierige auch. Es gibt ja auch eben dann die dritte Seite, die Advertiser, die eben auch ein sicheres Umfeld für ihre Werbeaktivitäten wollen, wovon ihr dann auch lebt und wir auch dann verdienen. Ne? Also das ist ja das. Ja, also das Einzige, eine schlechte Erfahrung habe ich mal gemacht, da habe ich ein politisches Video über Querdenker veröffentlicht, das ist so circa ein Jahr her und das wurde auf 18, Ü18 gestellt, weil diese Szene natürlich sehr stark darin ist, dann zu sagen, okay, wir melden alle das Video. Und wenn natürlich sehr viele Leute ein Video melden, dann geht irgendwo ein Switch im System und guckt vielleicht, ich weiß nicht, was dann intern stattfindet, vielleicht guckt eine Person dann ganz grob drüber, vielleicht ist die aber auch halt nicht so gut darin, das jetzt einzuschätzen, weil offensichtlich, weil es wurde auf 18 gestellt, obwohl nichts da drin war. Also das wurde aber auch relativ schnell dann gefixt, weil ich habe ja Ansprechpartner, also ich habe ja den Luxus, dass ich dann direkt Ansprechpartner bei YouTube habe und ich weiß nicht, ob ich... Ich erinnere mich auch noch und das ist das Schöne auch. Stimmt, da haben wir uns kennengelernt, ne? Genau, da merkt man auch deine Leidenschaft und deine, wir reden ja hier so nett und lieb und schön, aber das ist aber auch richtig so, dass die Leidenschaft, die erzeugt ja auch Emotionen. Und da haben wir uns kennengelernt, genau. Aber es ist ja gelöst worden. Ja, wir haben uns kennengelernt in einem Call, wo ich sehr aufgebracht war und sehr viel Vorwürfe gemacht habe. Ja, wenn man so viel Arbeit reinsteckt. Und wie gesagt, es gibt aber Millionen von Menschen, die das tun. Ja. Und darum freue ich mich aber doch zu hören, im Großen und Ganzen, dass du jetzt noch dich ganz wohl bei uns fühlst. Ja. Ja, ich würde gerne nochmal so einen Bogen schließen zu deinen Anfängen, Musik auf YouTube. Das war so der Start, warum du diese Plattform uns gewählt hast. Das ist ja auch der Easy Access, etwas von deiner Kreativität mit der Community, mit den Menschen zu teilen. Ja. Das war so der Start, oder? Ja. Und ist doch schön zu sehen, was daraus geworden ist. Extrem. Extrem. Also zu jedem Zeitpunkt war es so, dass ich mir nicht ein Jahr vorher vorstellen konnte, wo ich sozusagen ein Jahr später bin. Also ich hätte auch nicht vor einem Jahr gedacht, wie das jetzt läuft. Über 14 Millionen Views mit so einer Trilogie, das ist einfach insane. Und dass auch der Drittkanal so gut läuft und so. Also das hätte ich alles vor einem Jahr, gab es den Kanal ja noch nicht mal, den dritten Channel. Da habe ich auch noch nicht mal angefangen zu streamen. Das heißt, es ist wirklich selbst heute immer noch so, dass ich mir immer denke, ey, vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt das mache, was ich gerade mache. Und die stillgelegten Kanäle, die werfen dann ja auch noch ein bisschen was ab, ne? Ja, also, sogar das auch noch, ja. Gut, aber kannst du eigentlich jetzt auch gar nicht sagen, in einem Jahr mache ich das und das, ne? Also so vorausschauen bist du dann auch nicht. Ne? Also ich will einfach das, was ich jetzt mache, immer ordentlich machen und ich habe einen sehr starken Fokus immer auf heute und auf die nächsten Tage und vielleicht so auf, also ich bis in 3-4 Tagen habe ich gut durchgeplant, dann nicht mehr. Dann das wird dann kommen.
Und wie schaffst du es dann auch immer abzuschalten? Weil ich habe auch ein paar Posts in Erinnerung, wo du gesagt hast, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Wie klappt das? Wie machst du da dein Wellbeing-Management? Nicht gut. Also jetzt gerade ist halt wieder so eine Phase, wo ich in jedem wachen Augenblick am Worken bin. Vor allen Dingen, weil also den Podcast nehmen wir meistens spät abends auf und streamen mache ich dann auch immer abends und es geht halt häufig auch bis, ne, dann ist halt der Tag um 0 Uhr erst zu Ende und wenn man halt morgens anfängt, dann hast du halt schnell irgendwie eine 14-Stunden-Schicht abgerissen, ohne Pause. Du kannst ja gar keinen Fernsehen halt ins Bett. Gucken. Oder guckst du keinen Fernsehen? Ja, halt selten. Also das ist halt schwierig. Das ist auch ein bisschen schade. Also ich bin ganz froh, dass ich durch Streaming überhaupt mehr YouTube gucken kann, weil ich dann im Stream sozusagen teilweise Sachen gucke, zu denen ich sonst nicht kommen würde, wenn ich sozusagen ja, das in meiner Freizeit nur machen würde, würde ich viel weniger schaffen. Da schaffe ich es vielleicht mal beim Essen irgendwie ein Video zu gucken oder so. Oder beim Einschlafen. Ich dachte, man soll achtsam auf seine Nahrungsaufnahme achten. Meine Ernährung ist ganz grauselig. Also aktuell wieder ganz, ganz grauselig. Also ich esse den ganzen Tag nichts und dann kurz vor dem Stream ziehe ich mir ganz schnell was rein, gucke dabei was, weil der Countdown schon läuft und ich in 5 Minuten live sein muss, dann einfach ganz, ganz schnell. Und das, wir reden jetzt so ein bisschen lustig und leicht darüber, aber hast du wirklich dir Wellbeings, Tipps, Managements, Regime auferlegt oder bist du let it go? Ich bin eher so, ich kümmere mich da in ein paar Wochen drum und das sage ich halt seit ein paar Jahren. Ja. Es ist immer, ich glaube, das kennen aber viele, dass man immer denkt, ja, jetzt gerade passt es nicht so gut. Also jetzt so diese Woche passt es nicht so gut, es wäre cool so und nächste Woche vielleicht auch nicht. Aber dann gehe ich das mal an. Also ich mache jetzt nur noch diese Sache und dann sollte es leichter werden. Verrätst du eigentlich dein Alter? Oder ist es auch geheim? Also ich bin 48. Das sage ich ganz, ganz offen eigentlich. Oder geht das ja jetzt aber an die 50 und dann musst du natürlich schon ein bisschen auf Ernährung achten und ja. Ich wollte jetzt mit Botox anfangen. Ich dachte mir lieber früher als spät einfach mal ein bisschen Botoxen oder so. Oder weiß ich nicht. Ich habe auch drüber nachgedacht, so Hyaluron, so unter die Augen oder so. Aber dann habe ich so Horrorgeschichten gehört, dass man davon irgendwie blind werden kann. Jetzt merkt man, dass du doch echt so viel Quatsch machst. Ne? Also das kennen die Leute, die nur deine politischen Videos kennen. Du machst ja hauptsächlich Quatsch eigentlich in den anderen Videos, oder? Ja. Was ist da so? Kannst du das mal für die andere Zielgruppe... Wie soll ich das erklären? Es ist halt Unterhaltung. Also Unterhaltung kann halt sein, dass man irgendwie mit einem Gast irgendein Spiel spielt. Unterhaltung kann auch sein, dass man einfach über ein Thema spricht. Es ist viel Quatsch dabei, ja. Es ist viel, aber Quatsch macht ja auch Spaß. Früher, ja, das stimmt. Früher haben Entertainment oder ja jetzt auch vor ein paar Wochen im ZDF Wetten, dass sind die Entertainer der Generation gewesen. Jetzt bist du einer der, wir haben es ja gesehen in den Analytics, die junge Generation entertaint. Schaust du dir trotzdem sowas wie Wetten, dass an? Ist das auch deine Welt oder ist das gar nicht? Nee, das ist gar nicht meine Welt. Das haben 14 Millionen Menschen, glaube ich, gesehen im Fernsehen. Ja, cool. So viel wie deine 3 Videos? Ja, cool. Ja. Freue ich mich für den, macht das der Thomas? Ja. Ja, cool. Thomas Gottschalk heißt der. Ja, den kenne ich. Ich kenne Thomas Gottschalk, ich kenne Kai Pflaume. Hast du Kai Pflaume abgelehnt? Oder hat der schon mal angefragt? Nee, ich glaube, der hat nicht angefragt. Der hat echt bei vielen angefragt. Ich habe mich auch gewundert, so, warum hat der mich noch nicht angefragt? Aber ich glaube, er hat mich nicht angefragt. Wie findest du das, was der macht auf YouTube? Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich habe jetzt nur am Anfang mitbekommen, als der so neu war und als er damals dann die ersten Videos, ich glaube mit Knossi und Monte, das hatte ich gesehen und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich hatte den Eindruck, dass er nicht nur ein Altmedien-Dude ist, der sich jetzt denkt, okay, das ist auch noch ein Standbein, das mir aufbauen kann, sondern dass da wirklich die Neugier da ist, zu verstehen, was ist in dieser Welt. Auch wenn er da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht drin war. So. Jetzt natürlich ein bisschen mehr. Insofern, ich finde das cool. Sind wir bei den Creatern, Kolleginnen und Kollegen schon, du bist ja mit Julian super befreundet. Wer sind denn so deine Lieblings-YouTube-Creator? Was schaust denn du am liebsten? Was ich immer gerne schaue, da gibt es ganz viele, das ist so schwierig, ich will jetzt niemanden nicht aufzählen, aber zum Beispiel Mai gucke ich jedes Video total gerne. Ich gucke von den Leuten, mit denen ich auch gerne was mache, auch Sachen, also von Julian Bam, von Annie the Duck, von
GNU oder so gucke ich auch, aber da kann ich jetzt nicht, die haben so viel Output alle, da kann ich nur jedes fünfte, sechste Video gucken, weil die bringen echt viel raus. So eine Mai bringt ja einmal alle paar Wochen mittlerweile was raus. So, da kannst du dir dann sagen, okay, jedes Video will ich mir geben und selbst wenn ich an dem Tag nicht dazu komme, sondern erst ein paar Tage später. Aktuell gucke ich unglaublich gerne Fritz Meinecke, weil der hat ja aktuell dieses Seven vs. Wild, eine Serie, wo Leute ausgesetzt werden im Wald und dann mit wenigen Gegenständen überleben müssen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und dadurch bin ich aber auch auf seinen Kanal grundsätzlich drauf gekommen und gucke so die alten Sachen jetzt aktuell sehr gerne, weil man das auch super nebenher einfach gucken kann. Das ist nicht sehr aufgeregt und trotzdem spannend. Kuchen-TV gucke ich sehr regelmäßig, weil das ist so mein Go-To beim Essen. Kuchen-TV ist mein Go-To beim Essen, weil ich weiß, das ist 10 Minuten am Stück so. Es ist eine gute Länge zum Essen und kommt sehr regelmäßig raus. Das heißt, immer wenn ich esse, kann ich irgendwie auf ein Video draufklicken. Und, ja. Musik ist ja ein großer Teil in deinem Leben. Was hörst denn du für Musik so? Alles Mögliche. Literally alles Mögliche. Country nicht so gern und Schlager nicht so gern, aber ansonsten, also ich komme, was so eigene Musik machen angeht, eher aus der Metal-Richtung. In allen Bands, in denen ich irgendwie gespielt habe, das waren Metal-Bands, auch meistens so die härtere Metal-Schiene, eher so in die Richtung Death-Metal, Grindcore, also was sehr lärmig ist. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne, aber genauso gerne höre ich Taylor Swift oder keine Ahnung, TikTok-Songs. Also, das ist jetzt ein breites Feld. Aber es passiert oft, dass ich auf TikTok einen Song höre und dann suche ich den und finde ihn cool so und feiere den dann. Lieber Riso, es war ein ganz toller Talk. Ich gratuliere dir nochmal ganz herzlich vom gesamten YouTube-Team in Deutschland und vielen auch Dank. In der Welt natürlich für den Top-1-Platz bei den Top-Listen in 2 von 5 Listen, also Most Training Video und Top Creator 2021. Insane. Und Wahnsinnsleistung. Bleib gesund. Hoffe, dass ich alle deine Wünsche und Träume für, ich weiß nicht, wie lange du jetzt vorausschaust, erfüllen. Und vielen Dank nochmal für deinen Einsatz. Ich weiß ja auch aus unseren Gesprächen, dass du immer sehr, sehr viel schwitzt und leidest, bevor du so ein Mega-Video raushaust, was die Reichweite angeht. Also ja. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Danke auch. Und bis bald. Ja, bis bald. Hallo, wir sind heute beim YouTube Creator Podcast mit dem größten Breakthrough Creator 2021 auf YouTube. Was bedeutet das? Und zwar ist Marvin der Creator in Deutschland, der dieses Jahr am meisten gewachsen ist und am meisten für einen großen Boom an Subscriber und neuen Inhalt. Und er hat einen richtigen Footprint hinterlassen dieses Jahr bei uns. Und deshalb haben wir ihn heute eingeladen zum Podcast, um uns zu erzählen, wie das Jahr 2021 so für dich verlaufen ist. Marvin, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich werde ja schon in den ersten 20 Sekunden rot. Ja, so ist das gedacht. Also du wirst direkt erstmal überschüttet an Komplimenten. So läuft das hier. Vielen, vielen Dank. Aber diese Komplimente sind natürlich auch angebracht, weil du hast dieses Jahr wirklich, also ich weiß nicht, ob du die Zahlen selber kennst, aber du hast dich schon gut vergrößert. Das stimmt. Und es ist eigentlich traurig, dass ich 9 Jahre gebraucht habe, um das Gleiche zu erreichen wie dann in ein paar Monaten. Wie erklärst du es dir? Was war dieses Jahr? Gute Frage. Also erstmal kann ich, glaube ich, erklären, warum es 9 Jahre gedauert hat, weniger Abonnenten zu bekommen, weil ich einfach Interviews gemacht habe, die wenig Leute interessiert haben. Ich persönlich hatte riesigen Spaß in den 9 Jahren, kann ich auch nicht anders sagen, aber die Zuschauer sind da nicht so gewachsen und ich glaube mit der Hydrohype-Geschichte, durch die halt dieser Wachstum entstanden ist, glaube ich, dass ich zur richtigen Zeit das richtige Thema angesprochen habe und ich bin sehr, sehr froh, weil ich wirklich bei Release der Videos saß ich da und habe mir gedacht, ey, jetzt hast du ein Jahr lang Arbeit da reingesteckt oder fast ein Jahr lang Arbeit. Was passiert denn, wenn das jetzt überhaupt keinen interessiert und gar nicht gut ankommt? Das wäre, glaube ich, der Worst Case gewesen, aber Gott sei Dank ist das Gegenteil passiert. Und ich glaube, ich habe mit dem Projekt meine Reichweite verdoppelt. Das ist so die Zahl, die ich noch so im Kopf habe. Mehrfach. Okay. ja, aber um mal vielleicht von vorne anzufangen, also nicht alle Zuschauer, Zuhörer wissen ja genau, wer du bist und wo du überhaupt herkommst. Du sagst jetzt, du bist seit 9 Jahren auf YouTube. Was ist denn deine Geschichte generell? Also mal abgesehen von 2021 Hydrohype-Boom. Also im Grunde genommen war YouTube meine letzte Rettung. Nee, wirklich. Also ich habe mit 14 angefangen, Interviews zu machen. Ich wollte schon immer irgendwas vor der Kamera machen. Ich wollte schon ein bisschen immer sein
Kollegen wie Stefan Raab, Joko und Klaas, Thomas Gottschalk, die Vorbilder, die ich noch kannte aus dem linearen Fernsehen. Und ich hatte halt als 14-Jähriger relativ wenig Möglichkeiten, Interviews zu machen. Bei Zeitungen hatte ich keine Chance, weil ich zu jung war. Vor einer Kamera hat mich sowieso keiner gelassen bei einem Fernsehsender. Ich hatte es ein paar Mal probiert durch ein Praktikum bei einem Radiosender, durch ein Praktikum bei einer Zeitung oder mit der Schülerzeitung, wie man sie damals noch kannte. Und das hat aber alles relativ wenig gebracht. Und dann habe ich gedacht, mache ich so einfach selbst. Und YouTube ist, glaube ich, so die Anlaufstelle Nummer 1 damals gewesen, 2011 war das. Und dann habe ich einfach den Kanal aufgemacht und habe Interviews geführt mit einer Digitalkamera, hat es alles angefangen. Also ich bin mit einer Digitalkamera zu Fußballspielen gegangen, die für einen guten Zweck waren, und habe da einfach meine Fragen gestellt. Und ein paar Promis haben dann geantwortet, das habe ich zusammengeschnitten, hochgeladen, und der Rest hat sich entwickelt. Es kamen immer mehr Interviews, immer mehr, und so 2019 habe ich mich dazu entschieden, dann auch Entertainment-Videos zu machen. Und 2019 bin ich dann auch mit dem ersten Entertainment-Video ordentlich auf die Klappe geflogen, denn da habe ich den YouTuber Tanzverbot reinlegen wollen mit einem Dieter Bohlen-Double, was auch vom Plot und von der Herangehensweise, glaube ich, immer noch gut war, aber von der Aufmachung und von der Erzählweise meinerseits super schlecht. Also ich habe damals das komplett alleine gemacht, hatte keinen hinter der Kamera, der mir irgendwie Feedback gegeben hat. Klar, ich hatte da meine Leute, die das so ein bisschen gemacht haben, aber trotzdem habe ich halt sehr herablassend gesprochen, und das war so der erste Dämpfer, wo ich dann dachte, okay, Entertainment, das ist vielleicht doch das Richtige, aber ich habe weitergemacht und es hat sich gelohnt. Ja, also vor allen Dingen 9 Jahre, ne? Also man hört es ja öfter, ich bin ja, also ich weiß nicht, ob jetzt auch jeder Zuschauer weiß, was ich mache, aber ich schaue mir seit 3 Jahren an auf YouTube, was die Trends sind und was die großen Momente sind auf YouTube. Und man hört es ja öfter, dass dann so Breakthrough-Content wie deine Hydro-Hype-Geschichte, dass wirklich dahinter schon Creator sind, die wirklich jahrelang einfach ihre passionierte Sache durchziehen, die das eigentlich so als Hobby gemacht haben, ne? Also man hat damit nicht unbedingt schon den großen Erfolg, aber man stand dahinter und man hat es einfach durchgezogen, ne? Und der große Boom kommt dann mit so einer Geschichte. Da wollen wir aber auch nochmal kurz Revue passieren, was denn da genau passiert ist. Und darauf, worauf ich besonders hinaus will, ist natürlich nicht nur, was natürlich dann im Sommer zu sehen war auf YouTube, sondern wie lange hat es gebraucht? Wie lange, also du machst primär Content, der auch, also wo du nicht jede Woche einfach nur ein Video raushauen kannst, sondern da geht ja richtige Arbeit rein. Und ich glaube, das ist interessant zu hören, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. 3 Videos für Hydrohype, die so abgehen, ne? Das war ja bestimmt. Ja, also es war sehr, sehr viel Arbeit für am Ende, das erste Video war, glaube ich, 12 Minuten, das andere auch, und das dritte dann nochmal 15 Minuten. Am Ende hast du eine Stunde Unterhaltung geschaffen für Leute und hast da halt ein Dreivierteljahr dran gearbeitet. Also es hat eigentlich alles im September 2020 schon angefangen und hat sich so über die Wochen und Monate hin erstreckt, weil man hat ja auch nur beschränkten Einfluss darauf, was passiert. Also ich habe ja damals dann angefangen, diese Marke Hydrohype zu inszenieren mit einem Instagram-Profil, mit einer Website, mit einer Marketingagentur, und habe versucht, dieses Konstrukt immer weiter zu spinnen, ne? Dass es halt anfängt mit einer Website, dass man dann aber auch noch eine Marketingagentur dazu kreiert und noch Content generiert von irgendwelchen Biomärkten, dass man da hingeht und eine Story macht, guck mal hier, ich habe die Creme gefunden, und das bis zu dem Punkt, dass ich dann die ersten Influencer angefragt habe, ob die nicht dafür werben wollen. Ja, und jetzt aber nochmal, um dich zu unterbrechen, für Leute, die es vielleicht nicht wissen, bei dieser Creme handelte es sich nicht um... Es handelte sich um eine Bio-Creme, ne? Um eine Bio-Creme mit Uran, Asbest und Pipi-Kakasidöl. Das war das Produkt, was wir verkauft haben, zumindest an die Influencer, aber drin war tatsächlich Gleitgel, ja. Das hat halt relativ wenig Wirkung, wobei ich habe jetzt auch im Nachhinein gesehen, dass es so ein bisschen Trend geworden ist, sich Gleitgel ins Gesicht zu schmieren, dass es irgendwie toll als Foundation... Ja, das hat ja auch sehr schön ausgesehen bei den Influencern, also sie hatten wirklich, finde ich, schön Tarn. Es hat geglänzt. Ja, es hat schön geglänzt, und natürlich diese frischende Wirkung ist natürlich, haben wir auch gesehen im Internet, ne? aber sag mal, also wo kam denn überhaupt die Idee her? Also du hast nach einem großen Coup gesucht so, oder hast du gedacht so, boah, was mache ich als nächstes? Es war ja auch nicht voraussehbar, ne, ob es jetzt der große Coup wird. Deswegen war gar nicht das die Herangehensweise, sondern einfach, also sind wir mal ehrlich, wir lieben alle Influencer, aber wir hassen sie auch irgendwo, ne? Also wir schauen uns jeden Tag Influencer an, aber schütteln auch sehr häufig mit dem Kopf, was da manchmal gepostet wird. Und das mündet irgendwo alles immer in Richtung Werbung. Ich sehe halt immer noch Influencer, die
offensichtlich Werbung machen und das nicht als Werbung markieren. So, und wir reden darüber und wir reden darüber und das schon nicht seit gestern, sondern seit Monaten, Wochen, Jahren reden wir darüber, dass Influencer manchmal ihrer Vorbildrolle doch nicht gerecht werden. Und ein Trend, um so zu sagen. Ja, genau. Und ich war ja auch nicht der Erste. Ne? Es hat ja, Böhmermann hat es kurz davor gemacht mit dieser ganzen Dubai-Geschichte. Pocher hat darauf sein komplettes IGTV aufgebaut, dass er halt Influencer kontrolliert hat und kritisiert hat. Und dann habe ich gedacht, okay, warum reden wir denn immer nur darüber? Warum beweisen wir es nicht einfach mal? Und dann ist mir die Idee mit dem Produkt gekommen und hatte dann, sag ich mal, eine Art Liste an Influencern, die ich in der Vergangenheit beobachtet habe, die nicht immer nach Regeln gespielt haben. Es fängt an mit der Werbemarkierung, das geht aber auch weiter, dass halt ein Influencer, sag ich mal, jede Woche ein neues Lieblingsshampoo hat. So, und so schnell kann sich ja der Geschmack eigentlich gar nicht ändern, dass da jede Woche ein neues Produkt angepriesen wird als tolle Heilwirkung. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt müssen wir das mal beweisen, haben das Produkt, sag ich mal, die Idee von dem Produkt gehabt und wir brauchen halt ein Produkt, das einfach zu, in Anführungszeichen, zu fälschen ist, ne? Wo du halt viel Spielraum hast und lügen kannst, bis sich die Balken biegen und das war halt eine Creme, weil du kannst ja behaupten, was du willst, dass da drin ist. Am Ende kannst du ja eh keiner nachweisen, außer du schickst es ins Labor. Ja, und wie, also hast du gedacht, dass es auch so lange dauert oder hast du... Ja, also ich sage mal so, die Idee war nicht komplett durchkonzeptioniert, bevor wir angefangen haben zu drehen, sondern es war ja wirklich ein Prozess, der begleitet wurde. Und am Anfang hätte ich natürlich gerne das Ganze schon relativ schnell fertig gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es sich halt lohnt, so länger zu warten, weil es dann halt authentischer wird und es musste auch ein Stück weit warten, um authentisch zu werden. Du kannst ja beispielsweise nicht die Social-Media-Profile von der Creme hochziehen und das erste Bild, das erste Video dazu wurde erst gestern gepostet und heute fragst du die Influencer an, weil das glaubt dir ja kein Mensch. Du musst ja schon so ein bisschen, sag ich mal, Legacy vorweisen, dass die Influencer auch sagen oder das Management vor allem, die prüfen das ja in der Regel noch vorher, dass die halt sehen, okay, das sieht authentisch aus und ich habe ja auch im Nachhinein, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt gerade, um das nochmal einzubringen, ich habe ja auch am Ende teilweise die Kritik dafür bekommen, dass es zu perfekt war. Halt Profile hochziehen, eine Website und so weiter und so fort. Das sah alles sehr authentisch aus. Wo sollte man da jetzt noch den Fehler als Influencer erkennen, um zu sagen, nee, ich werde hier gerade veräppelt? Aber erstens, Leon Mascher hat es erkannt. Ja. Ne? Also wenn der es erkannt, dann erkennt dann, glaube ich, auch alle anderen Influencer, wenn man sich damit gut auseinandersetzt. Und zweitens, wir wollten ja einen sehr authentischen Fall kreieren, weil das ja immer noch so stattfindet. Also ich brauche ja keine Namen droppen. Es gibt genug Marken, die in der Kritik stehen für Produkte, die nicht gut sind und trotzdem wird dafür geworben. Und wir haben genauso ein Produkt ins Leben gerufen, das nicht gut ist und trotzdem wurde dafür geworben. Wenn du sagst wir, wen meinst du da? Also du hast jetzt eben erzählt, du hast mit 14 angefangen, deine Videos selber so zu machen. Was hat sich da entwickelt so in den letzten Jahren? Also ich muss sagen, ich bin 2019 in das Team vom YouTuber Hey Aaron gestoßen. Mit dem arbeite ich sehr eng zusammen, also mit seinem YouTube-Kanal, mit meinem YouTube-Kanal. Und da hat sich jetzt ein Team drum gebildet. Also es haben sehr viele Leute daran mitgearbeitet, immer peu à peu. Und das waren Aaron selber, Timo als Kameramann, Pepe als Kameramann, Joe als Kameramann, meine Freundin hat tatsächlich auch mitgeholfen, Markus als Kameramann, mit dem ich damals noch sehr viel gemacht habe, weil ich bin ja technisch und handwerklich sehr, sehr unbegabt. So, ich wusste halt, okay, ich kann mir für 15 Euro Cremetiegel bestellen bei Amazon und brauche irgendwie diese Aufkleber, die darauf kommen, aber ich habe doch gar keine Ahnung, wie man sowas herstellt. Also von Design bisher, welche Maße, die da gedruckt werden müssen. Ich weiß auch nicht, wie eine Website gebaut wird. Da hat mir Pascal zum Beispiel dann geholfen, mit dem ich auch Podcast mache. Und so habe ich mir halt von meinem ganzen Umfeld immer, sag ich mal, die Hilfe geholt, wenn ich sie brauchte. Aber die Konzentration blieb am Ende immer bei mir hängen, weil du musst ja wirklich du wirst ja irgendwie schon schizophren, wenn du dich in diese Rolle hineinversetzen musst, dass du jetzt als, ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen ich mir gegeben habe, ich glaube Sören Bruns oder so, dass ich dann von der Agentur schreibe und darf da kein Fehler passieren, weil sonst kann es auch schnell gehen, dass du auffliegst. Ja, natürlich. Also es ist ja, also du hast jetzt eben gesagt, ihr habt dann als Team damit angefangen und das war dann auch so geplant, dass es um die Zeit dann rauskommt. Oder hat sich das ein bisschen verlängert? Weil also ich stelle mir vor, es war ja wirklich auch super getimt, wie du sagtest, Böhmermann hatte damals ja auch das Dubai-Video, was ja auch auf YouTube wirklich durch die Decke gegangen ist, natürlich. Und das war alles super gut getimed. Es gab noch andere Creator, Alicia Joe, die auch so Influencer, so wirklich rein macht, Sascha. Also war das Zufall, dass du damit in diesen Hammer-Moment von Influencer-Kritik kann man das ja eigentlich nennen? Dass du da so, weil du hast ja echt lange daran gearbeitet. Also ich glaube,
ich glaube, auch wenn das Video heute kommen würde, wäre es immer noch die richtige Zeit. Weil es hört ja nicht auf, weil das wollen wir es Problem nennen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite ist es halt ein Problem, was vorherrscht, dass Influencer, sagen wir es mal so, nicht immer nach den Regeln spielen, ist halt ein dauerhaftes Problem. Und auch durch Hydrohype wurde vielleicht so ein bisschen, oder auch durch die anderen Videos, die ja auch super waren, von Sascha, von Böhmermann und Co., dass das Problem immer noch vorherrscht. Es wurde zwar ein Bewusstsein dafür geschaffen, aber viel geändert hat sich ja leider noch nicht. Und dementsprechend war das mit Böhmermann natürlich dann auch nochmal Zufall, weil wir auch eine Influencerin hatten, die in Dubai lebt. Dementsprechend hat das tatsächlich sehr gut gepasst, aber es hat sich halt so ergeben. Ich hatte das Video tatsächlich einen Tick rumliegen. Also ich sage mal so, wir waren im, glaube ich, Februar 21 fertig, komplett geschnitten und alles. Und wir haben es im Mai erst veröffentlicht, weil ich ja damals dann auch noch mit Aaron zusammen eine Sendung gemacht habe. Achtung Aaron. Und da haben wir das dann halt auch noch mitverwertet. Und deswegen hat es bis zu diesem Augenblick gewartet. Sonst wäre es vielleicht schon im Februar gekommen. Ja, long story short, die Creator sind ja da mehr oder weniger auf dich reingefallen. Es wird ja auch oft gesagt, dass du so, also vorsätzlich versuchst, das eigentlich diese vorzuführen. Ne? Ja, aber es sind nicht alle drauf reingefallen. Ja, ja, genau. Man muss ja auch mal sagen, ne? Das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ne? Also wir haben ja natürlich gesehen, dass du auch natürlich aufgeflogen bist. Von Leon gab es natürlich das Große, können wir ja gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber so generell würde mich natürlich auch interessieren, also wie viele da vielleicht nicht drauf reingefallen sind. Das haben wir alles gar nicht gesehen. Richtig, also ich habe es im Video nicht groß thematisiert. Im Nachhinein glaube ich, habe ja zwischen den drei Teilen habe ich ja noch so zwei Zwischenvideos gemacht. Und ich glaube, da hatte ich es mal erwähnt, dass ich so roundabout 10 bis 15 Influencer angefragt habe, von denen ich mir sicher bin, dass sie für sehr viel werben würden. Das muss nicht alles sein, aber halt für sehr viel würden die werben. Und die habe ich angefragt. Und von diesen, gehen wir mal von 15 aus. Bei 15 haben locker 5, 6, 7 nicht geantwortet, weil sie halt vielleicht gedacht haben, Hydrohype kenne ich nicht, ist keine große Marke, für das will ich nicht werben, was ja auch völlig okay ist. Ein paar haben abgesagt, weil wir uns nicht einig geworden sind, vertraglich und so weiter. Ich war zum Beispiel bei einem Influencer, der heißt Henrik Stoltenberg, ich weiß nicht, ob der das was sagt, das ist so ein, ich weiß gar nicht, durch welche Sendung der bekannt geworden ist, irgendeine dieser wir fahren auf eine Insel, haben Spaß und alle untereinander lieben sich Sendungen, ist der bekannt geworden. Und den hatte ich auch angefragt. Und der hat ja mir auch im Nachhinein geschrieben, das habe ich auch dann öffentlich gemacht, dass er nicht drauf reingefallen ist. Aber einfach nur aus dem Grund, dass ich mir mit dem Management vertraglich gar nicht einig geworden bin, weil die halt einen Vertrag wollten mit, wie lange darf das verwendet werden und darf das denn überhaupt von Hydrohype verwendet werden. Und sobald es zu einem Vertrag kommt, muss ich ja sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Dann muss ich mir irgendwie schon die Rechte daran sichern, dass ich das am Ende redaktionell verwerten darf. Und daran ist es bei ihm zum Beispiel gescheitert. Und bei Inissa und Vanessa hatten wir gar keinen Vertrag. Also von daher, da wurde einfach die Leistung erbracht, bezahlt, was auch völlig okay ist. Aber da war ich auf der sicheren Seite. Und es gab auch eine Influencerin, die hat das Produkt tatsächlich getestet, hat gesehen, das funktioniert nicht und hat halt abgesagt. Ich habe die damals nicht erwähnt in dem Video, weil ich nicht sie mit in diesen, sag ich mal, Sog reinbringen wollte, weil es ja trotzdem am Ende Kritik war. Und ich glaube, auch viele hätten das falsch verstanden. Zum Beispiel, nochmal eine andere Side-Geschichte, ich habe ja eine befreundete Influencerin auch mit reingenommen, die einfach so eine Test-Story gemacht hat. Hier, Hydrohype, ich habe das probiert, Minikuta heißt die. Und das habe ich einfach gemacht, damit das noch authentischer wirkt. Und ich habe es im Video auch erklärt, dass sie mitgemacht hat und davon wusste, dass es ein Fake ist, aber es halt gemacht hat, damit es so aussieht, als hätte schon mal eine Influencerin dafür geworben. Hm. Und auch das sind ja durchaus Taktiken, die auch normal sind in der Gesellschaft. Ne? Absolut. Mhm. Und trotzdem haben viele Zuschauer das falsch verstanden und haben gedacht, sie wäre auch drauf reingefallen und haben sie dafür kritisiert. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich die Influencerin nicht verraten habe, die es getestet hat, nicht drauf reingefallen hat, ist und alles richtig gemacht hat, weil auch das hätte falsch verstanden werden können. Und im Nachhinein habe ich es, glaube ich, mal gesagt, die heißt Selina, Neverbaby heißt die, auf Insta und YouTube, glaube ich, auch. Genau, die ist nicht drauf reingefallen, aber der Rest ist halt an Verhandlungen, Geld und Verträgen gescheitert. Ja, war das denn eigentlich auch so deine Absicht, dann einfach zu zeigen, um dem Zuschauer einfach ein bisschen zu zeigen, so ey, überleg mal, was du da, also was war deine Absicht mit diesem Video? Also auf jeden Fall. Also ich wusste natürlich, dass es den Zeitgeist trifft und deswegen vielleicht auch unterhaltsam ist. Ich habe ja auch versucht, es an einigen Stellen unterhaltsam zu machen, zum Beispiel durch die Inhaltsstoffe, Uran, Pipi Kaka und so weiter. Das ist ja albern. So, da lacht man ja drüber. Trotzdem war es ja, finde ich, ein journalistisches Werk am Ende. Und da ging es von vornherein darum zu sagen, schaut mal, die Influencer,
die so rüberkommen, als wären sie eure Freunde, sagen manchmal für Geld Sachen, die nicht stimmen. Das sind nicht alle, weiß Gott nicht alle. Es gibt super viele Influencer, die super authentisch sind und denen ich jede Werbung abkaufe. Und ich mache ja auch Werbung. Also ich mache ja wirklich in meinen Videos auch Placements und Stories und so weiter, aber halt für Produkte, mit denen ich mich vorher befasst habe. Und darum geht es. Und das haben die Influencer in dem Fall halt nicht gemacht. Ja, und manche dieser Creator sind ja auch nicht darauf reingefallen. Zum Beispiel der große Leon Mascher, der dich dann natürlich, der hat den Spieß dann umgedreht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Um das nochmal zu recappen, nicht jeder hat es gesehen vielleicht. Leon Mascher hat das gemerkt und hat gesagt, so, wenn der mich verarscht, dann verarsche ich den zurück. Es ist wirklich, also es ist super ärgerlich, weil es halt nicht mal an der Stelle aufgeflogen ist, die irgendwie doof war, sondern es war einfach eine Sache, die ich nicht umgehen konnte, weil ich habe mir schon gedacht, dass jemand wie Leon mich auf dem Schirm haben könnte, weil ich ihn mal interviewt habe bei einer Veranstaltung. Und dementsprechend konnte ich die Rechnung halt nicht von meinem Namen überweisen. Und er wollte halt, oder sein Management wollte halt 50% der Gage schon vor Leistungserbringung, also vor Story. Und dementsprechend musste ich mir jemanden suchen, der das überweist, damit er nicht meinen Namen da sieht und weiß, dass ich dahinter stecke. Und ich habe dann halt meinen Podcast-Kumpel Pascal genommen. War aber am Ende doch nicht so schlau, weil das war der Punkt, wo das Kartenhaus zusammengefallen ist. Ja, und der hat dich dann exposed und hat aber auch nicht gesagt, hör mal, verarsch dich selbst, sondern der hat einfach selber seine Reihe daraus gemacht und hat dir dann im Grunde gedroht, also hat dich angerufen und hat gesagt, also wenn wir jetzt das Geld nicht kriegen, dann kommt und verhaut dich jemand und du bist natürlich in deinen Videos, wir sehen das damals, damals wusstest du ja noch nicht Bescheid, hast gedacht, wow, jetzt wird mir sogar hier mit der Familie Regnu Elegno, ja, wird mir hier, was natürlich auch ein kleines Wortspiel war, rückwärts rum gelesen heißt das der Unge, der große Reaction King auf YouTube. Wie hast du denn, also hast du auch erst in dem Video von Leon dann davon erfahren, dass er es, nee, du hast, ihr habt das vorher, also wie ist das gelaufen? Wann hast du gemerkt, dass du verarscht bist? Es war unübersichtlich. Es war auch für mich unübersichtlich. Deswegen bin ich auch drauf reingefallen. Das war eigentlich relativ, also im Endeffekt hat er unsere Karten genommen und gegen uns verwendet, weil ich habe versucht, ihn reinzulegen. Er hat es an der Rechnungsstelle gemerkt, hat die Story produziert, hat es abgeliefert. Ich habe es in dem Video gezeigt, plus das Telefonat, was ich mit dem Manager hatte. Ne? Und in dem Moment, wo der Manager mir gedroht hat, dass Familien vorbeikommen, die sich das Geld, Zitat, selber holen, habe ich natürlich gedacht, so, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Und natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, scheiße, was, also wo führt das jetzt hin und ist das normal und soll ich jetzt das Projekt abbrechen oder gar nicht thematisieren oder das zeigen. Wir haben uns ja wirklich sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, was ich sage, wie ich sage und wie wir das Ganze aufbrechen. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, immer noch aus meiner Perspektive, dass das alles echt ist, ne, dass wirklich eine Gefahr besteht, haben wir uns dazu entschieden, das Ganze trotzdem unverblümt zu zeigen, komplett, und haben die Stimme nur ersetzt durch einen Sprecher von SpongeBob, weil wir halt den Typen nicht kannten und rein rechtlich dürfen wir ja kein Telefonat aufzeichnen, haben es deswegen natürlich alles nachsprechen lassen und haben am Ende das auch alles verfremdet. So. Und das kam dann online und danach kam halt sein Ansagevideo auf seinem YouTube-Kanal von wegen, Marvin, ist mir auch scheißegal, ich habe da keinen Bock drauf, ich wollte nie irgendjemandem was Böses und jetzt kommt hier so eine Scheiße, bla bla bla. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, krass, das ist ja jetzt so, sag ich mal, aggressionsgeladen von dem, das kann ja nicht geschauspielert sein. Der ist ja wirklich sauer. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir laden den zu unserer Sendung ein, die wir damals hatten in Hamburg, komm doch vorbei. So, und das war mein Punkt. Dann hat die Redaktion von der Sendung versucht, Leon in die Sendung zu bekommen. Hat ihn angerufen, hat mit seinem Manager telefoniert, hin und her geschrieben. Und Leon hat, sage ich mal, mit seinem Image so filigran gespielt. Das muss ich jetzt nochmal den Hut vorziehen, weil dieses, ich mache die Story, kassier das Geld, will 50% des Geldes vorher, mach danach ein wildes Ansagevideo, was super aggressiv ist und sage dann, yo, ich komme in die Sendung, gib mir mal die Adresse, ja, keine Ahnung, wann ich vorbeikomme. Das hat halt alles in sein, sag ich mal, damals schlechtes Image gespielt und hat halt alles gepasst. Das hat für uns ein Bild ergeben, das passt. Dass er aber dann am Ende die Adresse verwendet, um mich nach der Sendung abzufangen, damit hätte keiner gerechnet. So, dann stand er da in Hamburg nach unserer Aufzeichnung. Aaron ist noch dort geblieben für einen anderen Termin und ich wollte nach Berlin fahren. Und auf einmal
rennt da so ein wild gewordener Büffel auf mich zu, ne? So ein Typ, massiv, mit einer Strubbelfrisur und rennt auf mich zu und schreit, ey Marvin, ich bin von Familie El Egnu. So den Spruch habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon öfter angehört, dass Leute, die mich irgendwie auf der Straße erkannt haben, gesagt haben, ja, wir kommen von Familie El Egnu, hahaha, und wir können ein Foto machen. Das war ja alles witzig, aber dann kommt da so einer auf mich zu und ich denke so, hey, was ist das? Dann bin dann in den Wagen eingestiegen, der Fahrer sagt, ey, steig ein, ich mach die Tür zu, wir fahren weg, steig bloß nicht aus, weil der auch gedacht hat, was ist denn hier los? Und dann bin ich auf dem Weg zum Zug und versuche Aaron anzurufen und er reicht den nicht. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass die dann da unten Krawall gemacht haben, Aaron runtergegangen ist, aber halt auch mit der gleichen Stimmung wie ich im Bauch, weil wir halt nicht wussten, was kommt auf uns zu. Weil Leon kommt nicht zur vereinbarten Sendung, sagt nicht ab und steht da mit einem Typen, die waren glaube ich sogar zu viert, vor dem Studio. Das wirkt ja im ersten Moment bedrohlich, ne? Vor allem mit der Bedrohung im Hinterkopf von Familie Legnu. So, und dann haben wir aber irgendwann erkannt, okay, der Typ hat eine Perücke auf, der Typ muss lachen, der uns anschreit und Leon hält eine Kamera auf uns. Das musste ja erstmal alles realisieren. Und dann haben wir uns da, Aaron ist dann da hingegangen. Ich bin dann zurückgekommen quasi vom Zug und habe den wegfahren lassen, bin wieder hin zum Studio. Und dann haben wir da, sag ich mal, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, weil wir natürlich dachten so, okay, was kommt denn jetzt auf uns zu? Warum filmen die? Was wird daraus? Und dann haben wir ein Foto gemacht und in dem Moment schmiert mir Leon irgendwas ins Gesicht. Und ich denke mir so, diese revitalisierende Wirkung, die kenne ich. Ne, das kann ja eigentlich nur die Supercreme Hydrohype sein. Hab dann aber gedacht, okay, was ist jetzt, wenn er mir irgendwas anderes ins Gesicht geschmiert hat? Juckpulver, weiß ich nicht. Schlamm so. Ja, wer weiß, was ich gerade im Gesicht habe. Warten wir mal ab. Und dann kam ein paar Tage später dieses Video. Und ich weiß noch, dass ich das still und heimlich allein im Bett geguckt habe. Ach so, du wusstest also an dem Tag selber, hast du auch gar nicht gecheckt? Ich wusste nicht, was dabei rauskommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, ich war ein bisschen, also ich habe gedacht, vielleicht wäre das noch irgendwie aufgeklärt worden oder sowas, weil du sahst schon so ein bisschen erschrocken aus. Ne? Also bist du ja so ein bisschen so, wer ist das jetzt? Und hast ja, also ist ein bisschen, also unaufgeklärt. Ja, also du hast absolut. Dann auch erst, als das Video online kam, hast du erst gecheckt, was da passiert ist, ja? Absolut. Da müssen wir drüber sprechen, ja? Also du sitzt dann halt, so wo warst du, wie stellt man sich das vor? Du sitzt da und hast dann, also erst genau mal, so war es. Ja? Wirklich, genau so war es. Also ich war zu Hause im Bett, ich weiß gar nicht mehr, auf was für einen Tag das kam, auf jeden Fall war es abends und ich sehe, Hydrohype, das Finale. So, das wurde mir dann vom Algorithmus ausgespielt. Also es wurde dir vorgeschlagen? Also dir hat es niemand geschickt? Nee, das waren die fleißigen Trendmanager von YouTube, die mir das vorgeschlagen haben. So läuft's nicht. Und es wurde mir direkt vorgeschlagen und dann habe ich mir das angeguckt und hab nicht schlecht gestaunt. Ne? Weil es fing halt an, dass ich erstmal verstehen musste, okay, an welcher Stelle ist er mir denn auf die Schliche gekommen? Weil ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, dass also mir du hast halt keine Ahnung. Nee, gar keine Ahnung, wirklich nicht. Also ich wusste, das Einzige, was ich bis zu Video-Release wusste, Leon war vor Ort, die haben das gefilmt, wir haben ein Foto gemacht und er hat mir was ins Gesicht geschmiert. Was auch immer. Und ich habe wirklich auf der Rückfahrt gedacht, oh krass, was ist, wenn, also ich kannte Leon ja auch bis zu dem Moment gar nicht. Ne? Wir haben uns nie, bis auf das eine Interview vor ein paar Jahren, haben wir uns nie persönlich kennengelernt. Und ich wusste nicht, was für ein Typ er ist. Und es gibt ja auch Menschen, und dass man jetzt, ohne dass ich Leon kenne, es gibt ja auch Menschen, die mir Wasser ins Gesicht schmieren und sagen, das war Pipi. Ja. So, und das hätte ja auch sein können. Und vor dem Moment hatte ich Angst, dass er vielleicht irgendwas lügen könnte, ne? Weil ich ihn nicht kannte. Ja. Aber mit diesem Video hat er nicht nur mir, sondern glaube ich auch ganz YouTube Deutschland bewiesen, wenn Leon möchte, wenn er fleißig ist, kann er unfassbare Pranks machen. Kann er. Und das hat er damit bewiesen, dass er meinen Prank nimmt, der ein Jahr lang vorbereitet wurde, umdreht und es mir zurückgibt, das, sorry, also kann man nicht anders sagen, 1-0 Leon. Ja. Ist so, ist wirklich so. Also finde ich cool, dass du es so siehst, ne? Sehr, sehr sportlich von dir. Aber du musst ja schon, also deine Reaktion, also hast du gelacht oder warst du erstmal so kacke? Oder? Ach, es war ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte. Ja. Weil auf der einen Seite habe ich darüber gelacht, weil es halt wirklich gnadenlos gut war. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich geärgert. Also absolut, ich stecke Geld, Fleiß und Zeit da rein, ganz abgesehen von Blut, Schweiß und Tränen, ne, was ich da reingesteckt habe. Und er erkennt es einfach so und von ihm hätten wir ja alle es am wenigsten erwartet, sind wir mal ehrlich. Leon hat halt in der Vergangenheit Pranks gemacht, die offensichtlich gestaged waren,
hat sich dann eher so auf die Musik fokussiert und hat auch hier und da mal Aktionen gebracht, die nicht förderlich für seine Karriere waren. Und es dann so umzudrehen, das war wirklich ein Meisterstreich von ihm. Kann man nicht anders sagen. Also von, ja, Tatsache. Also er ist ja mit Pranks auch eigentlich groß geworden. Mhm. Aber natürlich nicht diese Art von Pranks. Ne? Und schon mal gar nicht diese Pranks so, die ja tatsächlich auch wirklich unterhaltend und also für einen Zuschauer eher, also fröhlich sind. Ja, absolut. Ne? Also. Absolut. Ich glaube, die Leute haben, also ich kann ja auch mal sagen, wir haben im Nachhinein nach seinem Video-Release haben wir wirklich sehr, sehr viele Leute gesagt, guck mal bei Sekunde das und das, da ist ein Schnitt, das ist alles gefaked und der hat dich reingelegt, aber der hat das nicht erkannt und so weiter. Ich habe mir das Video 1000 Mal angeguckt. Ja. Ich habe das ganz genau Frame für Frame geguckt, das ist, war alles echt. Einfach exposed. Ja, ja, einfach Pech gehabt. Naja, okay. Ja, 1-0 Leon, aber ne, also der Tag ist ja noch jung, wer weiß. Ja, absolut. Nein, aber Leon, mit Leon hatten wir danach auch sehr, sehr viele Gespräche in Hamburg. Der ist ja dann doch nochmal zu unserer Sendung gekommen. Und von daher weiß ich, mit wem ich mich zukünftig nicht mehr anlege. Ist ja auch ein Learning. Ja, und jetzt, also mit dieser Geschichte bist du dann wirklich auch auf einen sehr weiten Radar gekommen, was die Reichweite angeht, ne, das Video haben. Du bist in unseren Top-Listen des Jahres, bist du nicht nur der größte Breakthrough-Creator, sondern diese Hydro-Hype-Geschichte hat es auch in die Top-Trending-Videos des Jahres geschafft. Krass. Also das ist natürlich einfach ein Riesenerfolg, ne? Mit ja, den, ist, mit den auch, Likes. Das ist auch von schön, dass ihr mir das mal so, dass ihr mir das so zurückgebt. Ne? Also ich war natürlich, also natürlich schaue ich auch auf die Zahlen, da muss man so ehrlich sein. Ich mache ja keine Videos dafür, dass sich das keiner anguckt, sondern man ist ja schon daran interessiert, dass sich das viele Leute angucken. Aber dass, sag ich mal, sich das so auszahlt, dass es wirklich, dass man da in den Top-Listen landet, damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Ja, ich weiß es noch selber. Ich glaube, es war Top-Training-Video, also Nummer 1 in den Trends für 3 Tage. Also das haben wir dieses Jahr nicht bei vielen Sachen gehabt. Und ne, das Coole ist, sorry, wenn ich da schon wieder unterbreche, aber das Coole ist, ich kann jetzt bei Shireen Davids Song mitrappen, denn wer hat sie gerappt? Irgendwie Nummer 1 Hattrick oder so. Ich habe, glaube ich, mit allen 3 Videos habe ich Platz 1 geknackt und das war echt, also es war wirklich, wirklich verrückt. Ja, und ich habe auch mitbekommen, also viele haben gewartet auf den nächsten Teil, ne? Das hat sich ja, war ein bisschen zeitversetzt und sowas und das hat richtig, also du hast da vom Storytelling echt auch ein bisschen Aufbau gemacht, ne? Unterstützt von anderen Plattformen ja auch, dass wirklich so ein Moment daraus geworden ist. Diese Hydro-Hype-Geschichte, das war einfach einer der größten Momente in YouTube Deutschland dieses Jahr. Ne? Also du bist also deshalb zu Recht heute unser Gast. Vielen Dank. Also ich würde mich jetzt natürlich noch ein bisschen dazu interessieren, wie sich das jetzt alles so ein bisschen entwickelt hat. Du hast dich natürlich jetzt durch Subscriber verdoppelt. Du hast dann auch nochmal eine Geschichte gemacht jetzt über hier Impfpass, gefälschter Impfpass, was ja auch sehr aktuell ist. Wie, also gehst du jetzt voran mit deiner Themenfindung? Wenn man so eine Hydro-Hype-Story dann nochmal toppen will, dann muss man ja schon auch nochmal tiefer in die Kiste greifen. Ne? Was Absolut. Ist da dann jetzt der Plan? Das, mein großes Problem war allerdings, dass ich zu dieser Zeit, wo ich, also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich nicht sicher war, ob das Thema wirklich so ankommt, wie ich es mir wünsche. Und es hat natürlich die Erwartung völlig übertroffen. Nichtsdestotrotz hätte ich, glaube ich, die Zeit, in der wir das Ganze ausgespielt haben, effektiver für meine Videos nutzen müssen. Auf jeden Fall, weil jetzt im Nachhinein kam halt, wir reden davon, dass die Hydro-Hype-Videos zwischen Mai und Juni kamen. Wir haben jetzt Ende des Jahres und bis dahin kamen dann, glaube ich, 2 andere Videos. Und das ist absolut nicht mein Anspruch, sondern eigentlich sollte mindestens monatlich, wenn nicht alle 2 Wochen, ein Video kommen. Aber trotzdem hat man auf der anderen Seite natürlich jetzt auch einen Anspruch an sich selber, weil es ist wirklich, wie ich sage, den Applaus, den du dafür bekommst, den möchtest du nicht missen. Ne? Du wirst süchtig danach und möchtest auch für dich selber immer noch eine Schippe drauflegen. Und wenn Hydro-Hype ein Dreivierteljahr gedauert hat, dann wird was Krasseres, glaube ich, noch länger dauern. Ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich arbeite gerade auch an den Ideen, aber es dauert halt alles. Alleine so ein Social-Media-Profil hochzuziehen, dauert, weil es halt Monate versetzt sein muss, damit es authentisch wirkt. Und das bedarf einfach dieser Zeit plus die Ideenfindung und zu schauen, wie man das Ganze umsetzt. Und hätte ich die Zeit, wo wir das Ganze nur publiziert haben, dafür genutzt, schon mal die nächsten Projekte voranzubringen, glaube ich, wäre ich jetzt schon mal 1-2 Schritte weiter und könnte sagen, ja, im Januar nächsten Jahres oder Februar kommt schon wieder was, aber jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich
glaube ich, nicht darüber sprechen kann, was gerade in Planung ist, weil sonst mir das Ganze flöten geht. Und wenn ich versuche, an verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten, um vielleicht jetzt schon ein Projekt zu bringen und dann in einem Vierteljahr wieder was, damit die Leute halt nicht denken, ich sitze nur auf der faulen Haut, verzettelt man sich sicherlich auch früher oder später. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel schon sagen, weil wo wir gerade aufnehmen, morgen kommt das erste Video davon, ich habe zum Beispiel ein Sticker-Album kreiert über Influencer, wo halt 49 Influencer drin abgebildet sind mit Fotos, die nicht so schön sind, die manchmal von Paparazzos geschossen wurden und nicht so glücklich geworden sind, und die Texte, da habe ich halt überall ein paar Flunkereien mit eingebaut, habe das Influencern zugeschickt, und das ist so ein kleines Nebenher-Projekt gewesen, was ich jetzt schon mal so als Vorgeschmack rausbringen kann, aber die Leute warten natürlich darauf, dass ein neues Video kommt, weil warum abonnierst du einen YouTube-Kanal? Weil du halt regelmäßig Content sehen willst, und dann komme ich und kann diese Erwartungen nicht erfüllen, und das wurmt mich ja selber, und ich würde wirklich gerne viel öfter sowas machen, aber es ist halt super aufwendig. Und eine Redaktion von zum Beispiel ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann oder Late Night Berlin, wenn die irgendwie ein Double zur goldenen Kamera schicken, arbeiten da halt locker mal 30 bis 50 Leute dran. So, und wir sind in Gesamt mit Produktion halt 5 bis 6 Leute. Und da halt die Konzentration drauf zu finden, das zu machen, ist nicht so leicht. Ja, allerdings in Eigenregie, ne? Und man kann es sich dann ja ein bisschen besser steuern, glaube ich auch. Ne? Also das ist ja, glaube ich, so der Vorteil. Und was mich an dir auch sehr beeindruckt, dass du es ja eigentlich, also was da auf dem Kanal ist, du sagst, du hast ein Team, du suchst auch nach Unterstützung in diesem Team, aber du kannst es ja selber, du entscheidest, was da für ein Content drauf ist. Du entscheidest, wie das durchgeführt wird, und dafür, also die Kritik, die dann an dich kommt, zum Beispiel von den Leuten, die gesagt haben, du versuchst hier Leute zu verarschen oder so, das ist dann ja tatsächlich, damit kann man dann ja umgehen. Das kannst du niemand anderen in die Schuhe schieben. Ne? Das stimmt, am Ende bin ich immer selbst daran schuld. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Und dementsprechend, glaube ich, muss ich mich in Zukunft, wenn ich jetzt mal so wirklich in mich gehe, muss ich, glaube ich, wirklich mehr Fokus darauf legen, meinen eigenen YouTube-Kanal noch mehr voranzubringen und weniger, weiß ich nicht, andere Dinge zu machen. Aber es ist einfacher gesagt als getan, weil ich natürlich auch noch irgendwie in anderen Projekten drin stecke. Arons Kanal, wir haben ja auch einen Kiosk zum Beispiel aufgemacht hier in Berlin. Das braucht auch alles Zeit, und die restliche Zeit versuche ich halt da reinzubringen. Aber du sagst es auch schon, ich suche tatsächlich Unterstützung. Das heißt, wenn jemand den Podcast hört und sagt, hey, ich komme aus Berlin, ich kann schneiden, ich kann Kamera, ich bin genauso verrückt wie der und habe Ideen, dann meldet euch gern bei mir. Ja, super. Das wäre natürlich schön, wenn wir da auch noch dann weiterhelfen könnten. Aber also hier ein anderes Beispiel, Top-Trending-Video dieses Jahr haben wir ja auch, zum Beispiel den Kollegen Rezo, der ja also im Grunde die gleiche Story wie du. Ein Video, was vor 2 Jahren sowas von durch die Decke gegangen ist, dass man sich eigentlich gefragt hat, kann er es nochmal schaffen? Mhm. Er hat natürlich seitdem auch noch für andere Videos gemacht, die auch von dieser Natur waren, aber so den richtigen Coup, also ich habe jeden Tag gewartet vor der Bundestagswahl, habe gesagt, heute. Ich wusste, er macht immer sonntags die Videos, und 3 Wochen vor der Wahl wusste ich, es ist spätestens Zeit. Ne? Und er hat ja auch mehrere Teile davon gemacht. Genau, mehrere Teile, und vor allen Dingen auch wieder wirklich Zahlen, und also das ist, wenn man sich das anschaut, ich glaube insgesamt ja auch länger als das Originalvideo von 2019. Mhm. Aber was das für eine Arbeit ist. Es ist natürlich jetzt auch nicht so, da ist es dann schön, dass dieser Erfolg kommt, weil natürlich man auch einfach sagen könnte, komm, ich mache nochmal ein Reaction-Video oder sowas, was weniger Zeit kostet, aber auch sehr viel Erfolg sein kann. Deshalb, also das ist für mich sehr schön, das zu sehen, dass sich da wirklich tatsächlich ein paar Leute wirklich hinterklemmen und sagen, ich möchte das machen, fernab von wie viel Penny sich damit jetzt machen kann, sondern ich kann, also ich habe da eine Geschichte zu erzählen und ich will die jetzt erzählen. Ne? Du, ganz ehrlich, Rezo ist der beste Beweis dafür, dass man am Ende immer noch mal eine Schippe drauflegen kann. Ne? Der hat ja nicht nur durch das erste Video, was zur Bundestagswahl oder allgemein zu den Wahlen erschienen ist, hat er ja nicht nur für unfassbar viel Aufmerksamkeit gesorgt und hat auch, sag ich mal, für uns alle anderen YouTuber den Weg noch mal ein bisschen mehr geebnet von der Außenwahrnehmung. Ne? Also die klassischen Medien haben ja darauf reagiert und haben gesagt, ey, da ist ein Typ, der hat zwar blaue Haare und sein Content findet auf YouTube statt, aber trotzdem sagt er halt Sachen, die absolut wahr sind, ne? Auch wenn viele das nicht wahrhaben wollten. Und in diesem Jahr hat er halt mit mehreren Teilen noch länger noch eine Schippe draufgelegt. Und hinter dieser Recherchearbeit, hinter dieser
wahrscheinlich auch Skriptarbeit, die er davor hatte, habe ich größten Respekt, weil so ein Ding machst du nicht Freestyle. Du setzt dich da nicht hin und sagst, das sind jetzt die Vorwürfe gegen die Parteien und das lief in dem Jahr schlecht, sondern das musst du ja gnadenlos vorher ausrecherchieren. Ja, vor allem, wenn du weißt, dass Millionen Leute das sich anschauen werden und auch selbst wenn das alles wahr ist, selbst dann wird es Kritik geben, weil das einfach ein sehr heikles Thema ist. Ne? Leute sehen das anders. Also ich sehe das mit den Influencern ein bisschen ähnlich. Ne? Also die Fans dieser Influencer finden das bestimmt nicht cool. Ne? Ja. Also man muss sich auf diese Kritik auch vorbereiten. Und das ist natürlich auch, glaube ich, nicht einfach. Also wie gehst du damit um so? Hast du also auch so Negativkommentare und sowas kannst du wegstecken mittlerweile, oder? Ja, also ich glaube, es wird nicht ausbleiben. Und da habe ich auch mit Aaron drüber gesprochen, der das ja auch nochmal einen Tick größer macht als ich und einen Tick länger. Du wirst es niemals ausschalten können, ne? Dass du 100 positive Kommentare bekommst, einen schlechten und über einen schlechten regst du dich auf. Ich könnte dir jetzt locker 5 schlechte Kommentare zitieren, die ich auswendig kenne, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber 100 positive kriege ich nicht zusammen. So, weil ich weiß nicht, man ist da sehr empfindlich, weil man halt sehr viel Herzblut reingesteckt hat und als YouTuber ja immer noch im Vergleich zu, sag ich mal, TV sehr viel selbst machst. Ne? Und wenn du ein Handwerk lernst, zum Beispiel einen Tisch zu bauen, du bist Tischler, dann stellst du den Tisch hin und dein Kunde sagt am Ende, ja, gefällt mir nicht, weil der hat 4 Beine, ich wollte einen mit 5 Beinen und der ist eckig, ich wollte einen runden, dann ärgerst du dich, glaube ich, über eine andere Art und Weise als, sagen wir mal, der IKEA-Konzernbesitzer, dem das egal ist, ob sich dein Kunde beschwert. Weil du steckst da viel mehr rein, du bist an allen Prozessen beteiligt und weißt, wie viel Anstrengung dahinter steckt und dann ärgert es dich umso mehr. Aber ja, man lernt dazu. Man kann es einen Tick weit ausblenden. Ich weiß mittlerweile, was gerechtfertigte Kritik ist. Ich weiß, was einfach nur Pöbelei ist. Das kann ich ausblenden. Aber vielmehr ärgere ich mich über, sag ich mal, Sachen, die missverstanden wurden. Ne? Also wenn irgendjemand sagt, keine Ahnung, das Beispiel von vorhin. Jemand sagt, du hast es zu perfekt gemacht, dieses Hydro-Hype-Ding. Man konnte es nicht erkennen. Dann ärgere ich mich, dass ich im Video nicht gesagt habe, ich wollte es so realistisch wie möglich machen. So, das sind die Dinge, über die man sich noch ärgert. Aber ja, aber mit solchen negativen Sachen wollen wir hier heute nicht aufhören. Nee, aber ja, was für negativ ist, ist das Community. So, das gehört dazu. Ja, ja, es gehört mit dazu, aber wir sind eigentlich hier, um zu feiern. Ne? Hätte ich den Shampoos dabei, dann würde er jetzt geöffnet, um auf dein Hammerjahr anzustoßen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass also so eine nicht nur harte Arbeit, sondern auch eine coole Story, also wirklich bei der Community so gut angekommen ist und du da meiner Meinung nach endlich deinen verdienten Push bekommen hast, um jetzt auf jeden Fall hoffentlich weiter und vielen so Dank. Tollen Content zu liefern. Also ich persönlich freue mich dann drauf. Ne? Ich bin ja einer der Ersten, die dann Bescheid weiß, weil wir es natürlich dann auf Top der Trending-Liste hoffentlich sehen werden. Ich bedanke dich, dass du heute hier warst und dass wir ein bisschen sprechen konnten darüber und ich möchte dir nur alles Gute wünschen für 2022, dass es so weitergeht. Vielen Dank für die Einladung und kann ich nur zurückgeben. Ja, danke, danke. Ja, bei YouTube läuft. Auf jeden Fall. Alles klar, bis dann.